of one Camavinga. Boom! One of one Eduardo Camavinga. One of one Pedri. Alter Schwede, was denn jetzt hier hinten raus los? One of one Pedri. Boom, die zweite heute. Das hier ausmachen. Guten Abend, liebe Leute, herzlich willkommen. Was geht ab? Sorry, ich habe hier Ton an. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Da sind wir an einem Samstagabend. Chill-Stream, aber kürzerer Art. Also jetzt hier nicht irgendwie bis, ne? Ist ja... Case, Ratze, was? Getrunken, Ratze, oder was? Ratze, viel zu viel über den Tag schon wieder getrunken. Was für ein Case? Wir sind nur online, Samstagabends, weil wir im Shop eingestellt haben. Das gibt's heute. Genau, weil wir im Shop für euch noch ein paar Select eingestellt haben. Ganze, ich weiß, ich glaube, einer hat schon wieder zugeschlagen. Ich habe keine Ahnung, wer. Nee, zu spät. Was, warte mal. Ah, Minzi. Hier sind noch drei vorhanden. Minzi hat's getan. Wartet mal eben, ich bin völlig überfordert mit der Gesamtsituation, weil ich auch die anderen Dinger hier nicht ausgedruckt habe. Wir drücken mal eben Minzi was. Wir kommen, sind nur online, um euch nochmal Select zu öffnen. Und Minzi hat ohne irgendwie eine Nachricht, Twitch, Insta, Discord, der hat das gerochen. Lasst mich hier mal eben... Plaxter sowieso, Plaxter war schon vor uns. Der Plaxter wusste, bevor wir streamen, dass wir streamen. Das ist die wahre Kunst des Seins. So, da bin ich. So, da bin ich. Danke dir, Jan. So. Guten Abend. Jan, bin ein Schnupperer, aber am heftigsten ist Plaxter. Plaxter ist einfach... Der macht schon die Sachen, bevor wir wissen, dass wir heute Abend online gehen. Wir wollten eigentlich personalmäßig hart eskalieren. Mit Flagship Bundesliga 21-22 richtig hart reingehen. Das war der Plan. Und auch nichts anderes. Ne? Also nicht, dass ihr irgendwie das jetzt völlig in falschen Hals bekommt. Ja, ihr seid so gestört. Weg. Weg. Einfach weg. Wer hat den? Überkauft. Oh. Maximilian. Ich habe jetzt schon... Ich habe heute Nacht schlecht geschlafen, Maximilian. Ich darf nicht. Hatte knirschende Zähne, bin ich wach geworden. Der hat zwei Stück schon wieder geholt. Das heißt, wir haben insgesamt vier Stück verkauft. Wir könnten im Nachgang noch drei weitere anstellen. Sieben sind im Case noch drin, neben den dreien, die wir heute sealed im Shop hatten. Aber Maximilian, bei dir, ich habe richtig Angst. Da kriege ich auch Puls. Da habe ich Bluthochdruckgefahr. Da habe ich Angst. Da habe ich einfach auch alles. Eieiei, Maximilian. Philipp, danke dir. Nein, die öffnen wir natürlich nicht. Aber was wir öffnen zum Warenwerden, Vogel und ich, sind die Vogel eine, ich eine. Würde ich sagen. Erstmal Warenwerden links von mir, weil Vogel hilft natürlich heute ein bisschen.
zum Warmwerden. Ich danke allen, die schnell Redemption von der Redemption. Ja, ich glaube, diesen Ich war gebrochen Satz habe ich noch nie benutzt, aber das gestern war so scammy von Panini, dass es nicht nochmal passieren kann. Oh, André, guten Abend. Maximilian, bitte nicht. Ich habe echt schlechtes Gewissen gehabt. Und ich habe wirklich gestern Abend so noch an dich gedacht und jetzt nicht diesen No-Homo-Modus, sondern einfach so, dass du das nicht verdient hattest. Also. Es war indirekt angekündigt. Ich glaube, wie Vogel hat gesagt, wenn wir drei aus dem Case verkauft haben, schon. Dann sind da noch sieben, von denen wir jetzt vier, dann machen wir einfach jetzt das Ding auch zu. Stellen nochmal, falls ihr Psychos, die ihr da seid, da draußen, stellen einfach nochmal die drei ein. 1, 2, 3, dann ist das Case nämlich auch schon wieder leer. Dann ist das das dritte Case, was dann leer ist. Und ihr wisst, das dritte Case. Genau, genau. Aber hier ist schon irgendwas passiert. Schon überkommen. Ist schon jetzt, warte mal. Dann. Florian hat sich noch eins gesnackt. Dann werden aus den drei ja nur noch zwei. Mhm. Überkauf im System, Florian. Starke Nummer. Florian hat es auch irgendwie hingekriegt. Boah, ey, ihr seid so psychomäßig unterwegs, das kann es keinem erzählen. Ja, Florian hat spät, ich weiß auch nicht, was da los war, hat ganz schön gedauert, Flo. Aber Flo, du warst im System. Dann drucken wir den Ordner, dann sind jetzt nochmal zwei und dann hoffen wir, wird nicht überkauft, weil sonst wird's eng. Ich gebe Vogel einfach schon mal die ganzen Zellen. Aber Leute, lass uns erstmal, Bobsi, danke für 16. Lass uns erstmal ganz in Ruhe hier. Boah, was ist das denn? Ach, das sind auch die ganzen anderen. Soll ich dir nur die geben, die du brauchst? Ja, ist nur die Selection. Ja, sind auch ein paar andere Bestellungen bei gewesen. Hier, guck dir die mal an. Ja, ja, da kannst du ja nichts für. Es wurde ja das System überlässt ja diese Überkäufe zu. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob wir so viele Boxen haben, dass das passt, Maximilian. Und nicht bitte nicht als letztes, also vielleicht so nach dem Spiel, falls es geht. Maximilian, du meldest dich. Mhm. Das könnte klappen. Da Gringo, danke für 17 Monate. Ja, ja, 30 Minuten, kein Problem. Lass deinen Hund erstmal ein Ei legen draußen, das ist alles kein Thema. Das ist alles kein Thema. Ich würde sagen, ich öffne jetzt erstmal hier die Simplicidad. Vogel öffnet auch eine nebenbei. Vogel braucht einen Cutter. Gut, dass ich hier aber nur den einen habe. Ja, ja, ja. Und dann ist er da hinten, dann hole ich den mit hinten. Aber wo? Das weiß ich noch nicht. Finde ich schon. Hier liegt er nicht. Ich suche. Wollen wir damit mal starten, Leute? Ich suche. Wir sind da. Ja, macht Vogel gleich fertig. Erstmal werden wir hier warm und Vogel braucht einen Cutter. Keine Ahnung, wo der ist. Hab ich den wieder in der Hosentasche? Nee. Aber wir hatten auf jeden Fall zwei. Hier, unter meinem Handy. Liegt direkt in deiner Reichweite. Und der andere ist im Büro. Philipp auch wieder. Nee, der andere ist nicht im Büro. Den anderen habe ich. Meiner, der nehme ich sonst hin. Nein, ihr habt überkauft! Ihr habt überkauft! Aber gut, dass wir noch Cases haben. Philipp hat eine geholt, Gian hat eine geholt und es waren eigentlich nur zwei drin und die dritte hat sich Christian M. aus Dortmund, guter Mann, guter Christian, für die Town. Ja, okay, da müssen wir noch einen ranholen. Okay, sind wir bereit? Das heißt, wir haben heute drei Sealed Select verkauft. Wir haben jetzt 8 für euch. 8 für euch im Stream und ja, ihr wisst wahrscheinlich dann, was passiert, aber das bleibt unausgesprochen. Es bleibt einfach nur ein unausgesprochenes, mögliches Etwas. Ist das okay? Können wir uns darauf einigen? So, auf geht's. Gibt's denn hier gleich noch die jetzt hingekommen sind? Was? Die letzten. Ja, da muss ich erst wieder. Dann brauche ich die schon mal an. Junge, Junge, ich muss morgen früh erstmal ein bisschen früher aufstehen, um direkt, obwohl wir haben ja, Montag und so ja eigentlich Zeit. Ne? Ausnahmsweise mal.
So. Auf geht's. Warm werden mit Simply. Vorgerät auf, warm mit Simply. Und die Schweiz fängt gleich an, Vogel. Ich glaub schon rein. Hier findet ihr die Checklist zu Panini Select Serie A. Ist die draußen, Malte? What? Wieso? Select Serie A? Jo. Aber ja, okay, noch nicht hinterlegt. Ich dachte schon, die Autogramme wären draußen. Hilfe, Malte, das hat mich getriggert. Was machst du für Sachen an einem Samstagabend? Warte, warte, einreihen. Ich muss eben erst andere Sachen werten. Die Schweiz. Das ist hier wieder Meißner. Meißner. So, das war der erste. Dann? Dann weiß ich es nicht. Hier sehe ich einen. Vogel, kannst du mich Christian nennen? War sonst noch ein, der dann möchte? Sonst haben wir ja eh nur die, die jetzt bestellt haben. Ein Command für Scores Serie A haben, ich glaube nicht. Also bisher sind eingereiht die Schweizer, Mai Christian und Christian M. Ja. Bin auch bereit, Florian. Figo. Senio. Lautaro. Pernille. Und Okafor. Ich habe zwei voll drauf liegen. Es muss jetzt einmal direkt die dritte kommen, wegen guter Aufwärmung und so. Torre. Ja, so viel Serie A-Score werden wir nicht bekommen, Malte. Es ist ja nur vorerst geplant, das eine Case, aber ich habe Montag einen Call mit Panini und muss da ein bisschen was regeln. Mbappé, Mudrik, Fati und De Bruyne. The Many, vielen, vielen Dank. Ich reihe mich dann auch direkt ein. Vogel, ich bin mit zwei voll gestartet und es kommt keine dritte nach bisher. Und Kunku. Ne, einen noch. Jude, Ramos, Putellas und Alvarez. Twitch Prime und Rein. Vielen, vielen Dank. Wahrscheinlich macht Vogel nebenan den Foil Hit. Ja, ich mach's nicht. Mann, ey. Phone. Oberdorf. Die entscheidet über den weiteren Stream. Harry Kane, ne, aber ich hätte gerne ein Auto gehabt. Also ganz normal. Ich möchte drei Foils, nicht zwei. Vinny und Rooney. Also ich nur mit zwei. Joaquin, Gavi, Kaka, Messi und im Querformat ein 49er David Villa. Das sind nie im Leben. Barca-Teams jetzt geöffnet? Ne. Die haben wir. Zwar noch einige, aber die sind heute nicht Teil des Streams. Die haben auch schon, die liegen einen Tag hier. Die sind verstaubt, die Dinger. Unfassbar, wie die Toploader Staub ziehen. Und dann muss Jella Vogel auch nur zwei. Das heißt, unsere beiden letzten Simplicidad waren beide mit zwei Foils. Hakimi, Lewandowski, Benzema und 99er Ramos. Ja, nix Wildes. Guten Abend, guten Abend. Ramos und Villa. Müssen wir so hinnehmen. Schön für Ibe. Vogel liefert. Eine 25er Sala. Und PC. Und PC, ja, ist ja der Vogel, ne? Vogel sneakt da drüben, von da drüben wieder. Und ein 75er Messi. Hat Vogel ganz klar gewonnen, die Simplicidad. Diesen Simplicidad Battle geht im Samstagabend Chillstream, der nicht ganz so lange dauert, das sage ich euch schon mal. Also wir werden natürlich ein bisschen brauchen für die Menge. Aber an Vogel. Und jetzt steht es 1-0 für Vogel, aber die Goldbox bringt 2 Punkte im Battle. Heißt, Vogel kann jetzt 3-0 gewinnen.
Oder ich kann auch auf 2-1 stellen. Vogel, welche Box? Du bist Rechtshänder, ja, du kriegst die Recht. Ich nehme immer 2. Vogel 1-0. Guten Abend, Ronny. Guten Abend, Minz. Bekommt ihr noch Select IPL rein? Wir haben Select IPL. Wir haben gerade eben 7 Boxen eingestellt und 8 verkauft. Ja! Moin in die Runde, Tito, sorry nochmal wegen vorhin, aber konnte mich nicht durchsetzen. Ja, gar kein Problem, Tim, du musst dich da überhaupt nicht vor mir rechtfertigen. Hallo, bin ich hier richtig, wenn ich Sammelkarten? Was ist euer Lieblingsspiel außerhalb des Hobbys? Meiner ist es? Jiri Steiner, aber das ist doch jetzt Hobby. Ja, war du ist doch ein Ex-Fußballspieler von Hannover 96, also ist das doch auch Hobby. Du meinst, dem es nicht auf Karten gibt? Oder einer, der nicht mehr aktiv ist, aber dann ist es eine Legende. Wer weiß, ob Jiri Steiner nicht irgendwann mal auf eine Karte gedruckt wurde. Also, ich will jetzt auch 2 einstellen. Robert, guten Abend. Hä? Nix. Aber wir starten mit dem Haaland. Das heißt, es kommt Jakob Hai, Jürgen Hai. Es kommt ja auch definitiv. Das fühlt sich ganz komisch an. Es wäre hier zu viel drin. Haaland, Gavi, das ist immer Maris, Casemiro, Martinelli, Pepe, Tonali, Leao, Till. Ha. Wie war das hinten? Eigentlich fällt es hinten, ne? Ja. KDB, überragend heute wieder, aber wann nicht? Tchouameni, Charles, Bellingham, Taremi, Dembele und Son. Geschafftes Select. Dein Name? Du musst nur deinen Namen sagen, dann sortiert dich Vogel ein. Voll. Wir machen gerade nur Aufwärmen. Ein kleines Battle. Vogel gegen Tilo. Vogel führt 1-0. KDB, wurde er noch eingewechselt? Was? Der war doch die ganze Zeit auf dem Feld heute. Maximilian. Cesco, Kalimuendo, Jorginho, Modric, Cancelo. Könnt ihr mir Zwischenstände, Servus, guten Abend, hi, Prince J, könnt ihr mir Zwischenstände? Christian M. für Vogel. Könnt ihr mir Zwischenstände von Bayern dann immer übermitteln, Richarlison und Müller? Du hattest dich, glaube ich, stehen von der Müller. Du bist in der Liste. Lautaro, Gravenberg, startet heute. Lindström, Elanga, Lukaku, Salah, Seiwald, Szoboszlai, Gnabry. 0-0 Halbzeit, alles klar. Und dann haben wir Ederson, Hazard, Dest, Mane, Fofana, Gomez, Mukoko, Vini. Okay, Base dann wie immer Ausrufezeichen eBay. Wenn ihr Auktionen und wir starten nahezu alle Karten bis auf echt gute. Bei echt guten machen wir einen Preis, wo wir denken, der ist okay, vielleicht ein bisschen zu hoch, aber mit Preisvorschlagsoption. Dann geht bei uns auf eBay, ihr findet da etliche Auktionen, ihr könnt alles mögliche ergattern, Lots, Bulks, aus der La Liga Select läuft aktuell viel, morgen kommen noch Brecher dazu. Die Karten werden da wieder landen und alles, was wir eventuell, Hals, Maul, danke für 19, was wir eventuell heute noch aus Select Premier League ziehen würden, würde auch da landen. Vogel, ich bin soweit. Ich fange an, okay? Ja. Palma Cole, Pellegrini, Fati, Dybala, James, Rodrigo, Olmo, Thiago, Bastoni. 49er. Reece James. Hätte ich jetzt nicht unbedingt ein Auto drauf sehen wollen. Ja, das stimmt. Ja, Thilo mitbekommen. Dass du eine One-of-One gezogen hast, habe ich gesehen, ja. Oder gehört. Also ich habe gegessen nebenbei, aber das schwarze Black sieht man immer. Macht ihr heute ein IPL-Kopf? Was, Robert, was? Werner. Mbappé. Vogel beginnt mit? Jesus zu 49. Jesus zu 49 gegen Reece James 49. Habe ich gewonnen. Ist ein Insider. Matrix, guten Abend. Vogel rechts, ich links.
Dert, hallo. 49-49, Vogel führt immer noch. Scheiße, Mann, ey. Rashford. Mepi, guten Abend. Bukayo, Foden, Havertz, Kulusevski. 49er Rodri-Auto. Sieht man nicht so oft. Sieht man nicht so oft, ja. Sieht man wirklich nicht so oft. Vor allen Dingen, wann. Hä? Das Auto haben wir fast noch nie gesehen, ne? So aufheben bis zum Champions League-Sieg. Dann ja, dann ne? Auf eBay, ja. Am Abend des Champions League-Siegs, wenn er triumphiert, vielleicht. Das ist mein Auto. Vogel hält dagegen mit. Falls jetzt ein Auto kommt. Moin Moin, guten Abend, Fico Capazunda ist Private Opening zum Teil. Wir haben eben 7 Select eingestellt und 8 verkauft. Ist das ein Rookie-Auto? Ja, Rookie-Auto, aber von Porto. Vogel zieht ein zu 25er Future Star Rookie-Auto von Gonzalo Borges. Kann der was? Jetzt ist, wie gut ist Gonzalo Borges? Wie oft spielt Gonzalo Borges? Und ich befürchte, der geht an Vogel. Dann hast du schon verloren. Dann habe ich verloren. Vogel 3-0. Vogel, dann musst du heute vor die Kamera das ganze Ding öffnen. 22 Jahre, Marktwert 2 Mille. Also noch nichts Dolles anscheinend. Wie siehst du das, dass jetzt immer mehr Streamer auf den Trading Card zurück? Also grundsätzlich fürs Hobby ist das gut. Dann muss man noch lernen, was ist das Hobby? Was bedeuten diese Karten? Und was ich ganz eindeutig und völlig wertfrei sage, dass man dann auch lernen muss und sollte, realistische Werte auszugeben, wenn man so viele Follower und Zuschauer hat, damit man nicht völlig verfälscht, was da gerade passiert. Ja, spielt nur zweite Mannschaft bis jetzt. Spielt nur zweite Mannschaft, ja, okay, aber. Könnte ein 1-1 sein. Ne? Könnte, ja, mal gucken. Dann machen wir Lewandowski, vielleicht jetzt die letzte nummerierte Neymar. Meine letzte nummerierte ist eine zu 99 von Gravenberg. Habe ich sowas von verschissen. Wo ist Schlagwort? Ja. Dann werden die Brüche auf mehrere Schultern verteilt, schreibt Mipi. Ja, das war nix. Das war wieder so eine Gold Edits Best. Das ist, glaube ich, besser, aber Gold Insert zu 25. Ja, Vogel, du hast nummerierungsmäßig 2x25, 2x Goldinsatz. Vogel 3-0. 3-0 hat er mich von der Platte gefegt. Definitiv brachiales 3-0. Die sind gegeneinander angetreten, geht an Vogel. Ich würde sagen, hier könnte man sich, weil Borges bisher nur zweite Mannschaft spielt, irgendwie auf ein Unentschieden einigen. Aber auch hier hat Vogel gewonnen mit Jesus als Insatz gegen Reece James. Habe ich 3-0 verloren. Problem ist eindeutig, viel schlimmer, dass alles. Eine PC-Karte. Ja, eine PC-Karte, die Messi, aber hiervon landet alles auf eBay. Naja, 3-0 Vogel, easy win, Alter. Heutzutage, guten Abend, da muss man echt sagen, Tilo, dass du ja ein Händchen dafür habt, das Ganze nachhaltig aufzubauen, zu betreiben. Wirklich gut fürs Hobby, auch wenn ich leider selten mit einem. Thomas, das muss auch gar nicht. Thomas, ich weiß, und das ist die Hauptsache, du bist eigentlich in jedem Stream dabei. Ich kenne deinen Namen, wie du siehst. Ich weiß, dass du gerne bei den Match Attacks Chrome Boxen dabei warst und reingegangen bist. Und ich lass dir eins gesagt sein, Thomas, ob du jetzt jeden Stream als Break, also als Box, die ich öffne für dich, dabei bist, wie einige andere, die hunderte, tausende von Euro im Monat bei uns lassen oder einfach nur im Chat jedes Mal schreibst, das zählt für mich völlig gleichwertig. Und natürlich bin ich froh über jeden, der als Kunde, in dem Fall Teilnehmer, uns dann auch Umsatz bringt und uns in unserem Beruf bestärkt und uns Nachhaltigkeit ermöglicht. Und das ist ja auch. Ja, wäre ja auch gelogen, wenn nicht. Und ich bin jedem dankbar, Maximilian und wie sie nicht alle heißen, die hardcore reingehen. Alter, das gibt es nicht. Zu 25, oder? Vogel, ey. Während ich hier nur meine Laudatio halte, ne? Aber viel wichtiger ist, dass einfach wir als Community, ob ihr Teilnehmer seid oder nicht, könnt ihr euch an diese 5 fucking Bundesliga Flagship Packs erinnern, die ich gerade da hingelegt habe? Achtet, was Vogel gemacht hat. Grisha Prömmel Auto aus Bundesliga Flexible zu 25. Während ich hier rede, öffnet der die Scheiße einfach und zieht das Teil. Oh.
Heftig, Alter. Auch so, wie ist die Quote bei Bundesliga Flex? Keine Ahnung. Alle 5 Boxen? Ja, vielleicht. Alle 5 Packs. Guten Abend, Leute. Einfach mal so rausgehauen. Ja, gut, nehmen wir. Mehr für eBay. Alles gut, mehr für eBay. Komm, Leute, wir beginnen. Ja. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Wir beginnen mit Herrn und zu Schweiz. El Sido und Compagnon. Ich glaube, Vogel hat goldene Hände heute. Ja, Vogel nebenbei. Wenn er völlig kommentarlos öffnet, ist er am besten. Am besten auch, ist gar keiner im Haus. Ich denke, gute Chancen auf Mega-Hits haben wir, wenn ich auf die Messe fahre, den Sonntag wiederkomme und Vogel hier, und das soll er ruhig machen, ein, zwei Boxen abends für sich geöffnet hat. Dann glaube ich, dass große Chancen bestehen, dass hier dann irgendein Klopper liegt. Ja, Vogel braucht Ruhe für sowas. Wir können das nicht unter Druck. Auf geht's für euch zwei. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Richtig gestört ist, Leute, dass ich um 19 Uhr, keine Ahnung, 19.05 Uhr mir denke, ja, komm, wir streamen. Stell einfach mal random 3 oder 4 Select-Boxen ein. Ihr kauft einfach 5 direkt. Dann lege ich nochmal 2 nach, die auch sofort. Ja, ihr seid dran. Ja, genau. Die auch sofort wechseln, das ist einfach heavy shit. Also Leute, jetzt insgesamt 8 Boxen. Auf geht's. Klopper Nummer 1. Dann Ducouré, Loris, De Cordova Reed, eine Red, Hickey, und Moises Caicedo. Hab ich jetzt beim Durchgehen auch gesehen, der hat gewisse Preise mal erzählt. Ja, die Brighton-Spieler Mitoma, Evan Ferguson, Caicedo, die sind ziemlich stark. Mhm. Weil Brighton dazu aber auch einfach echt eine Premium-Saison spielt. Ne? Guten Abend. Habt ihr Stanklas Haaland gesehen bei Pushdich? Nee. Mhm. Oh nee. Es ist hier mal wieder eine Redemption. Da kommen die 4 Stück kommen in Frage, glaube ich. Julian. Ah ja. Thiago Silva. Die ist richtig schick. Harvey Elliott Blue. Und Michael Ulis. Konkurrieren mit Amazon Prime. Ich wollte mal eure Versandgeschwindigkeit loben. Einen Tag nach Bestellung verschickt und einen Tag später schon angekommen. Super geile Kauferfahrung. Das freut uns zu hören. Wir geben uns Mühe. Ich denke, das hat Tone gezogen. GG. Die ist nice. Ja. Dann Streamerboxen. Gestern ja. Steini, heute Tone. Lloyd Kelly. Gündogan, Doppelpacker, dann Elfmeter verschossen. Pep hatte eine Krawatte hoch 10. Heung-Min-Son. Eine Multicolor Rasmus Christensen gegen die City gespielt hat. Und dann Basunu Future. Okay, also hier liegt eine Redemption für euch. Gakpo keine Lust, das 2-0 zu machen. Ach, Liverpool spielt auch, stimmt. Darwin. Harry Potter. Eine Declan Rice Field Level. Eine blaue, die ist richtig ja, korrekt. Offen, Rookie, ja. Julio, also noch einer. Ja, das ist auch ja, Brian. Richtig. Enciso. Und Bruno Fernandes. Field Level zu 75 United. Pep hat auch bei 6-0-Führung eine Krawatte. Der ist krank, der Typ. Ja, ja, der ist definitiv mal, sagen wir mal, wie kann man das Wort, was ja, mir gerade ins einfällt? Wie? Perfektionistisch. Ja, genau, perfektionistisch, ja. Skamaka. Hiki. Vera. Eine Zemura. Und ein Equalizer Harry Kane. Machen wir, Jan. Anders speziell. Anders speziell ist gut, ja.
Das könnte anders speziell, aber da haben wir keine Nationalität für. Vielen, vielen Dank für ein Jahr. Dann Callum Wilson, Eberechi Eze, Jaden Sancho, Eric Dyer und eine Callum Wilson 135 Newcastle. Das ist die vierte nummerierte für euch, El Sido. Ein Klopper liegt, eine Redemption liegt. Hier kommt der nächste Klopper. Verstehe nicht, warum Ivan Toney von Brentford nicht dabei ist. Ist auf jeden Fall ein guter Mann. Moises Caicedo, Nico Williams, Jota, Rodrigo Moreno und eine 75er Lisandro. Dann haben wir Lodi, Neves, Trippier, Ødegaard Silva und Wilfried Zaha. 199. Fünfte. Fünf sollen drin sein, glaube ich. Und dann machen wir den. Das ist jetzt sehr stabil. Ich würde sagen, für euch zwei, wir machen erst die Redemption, oder? Das hat immer so am wenigsten Reiz, finde ich. Michael Ulis, Trent Alexander-Arnold, Brighton Boimo, die Jadon Sancho Field Level Blues, die dritte blaue in der Box und Ada Rabiot. So, pass auf. Sinisterra, Kiefer Moore, Ryan Christie. So. Also, wir haben ja gestern zweimal Granit Xhaka gesehen. Was hatten wir noch? Damari Gray und, hier und diesen Somerville, ne? Ja. Pitchside Signature Premier League. Dwight York, das ist der beste, das ist definitiv der beste, den wir gezogen haben, den hatten wir noch gar nicht. Dwight York ist Legend und das als Pitchside. Besser als alle anderen bisher. Alle anderen Redemption. Als alle Redemption, ja, genau. Ja, Somerville ist auch in Ordnung. Somerville ist gut, ja klar, aber Yorks aus meiner Generation, wir haben Somerville ja heute über den Platz traben sehen. Mikkel Damsgaard. Bruno Guimarães, hinten ist es ein Equalizer von Isak. Rookie? Das ist Hickey. Nee, ist Harry Potter. Den hatten wir gestern auch einmal. Keen Lewis Potter. Das heißt, jetzt dürfte aber nur noch eine Memorabilia kommen. Ne? Was für eine Saison spielt denn Keen Lewis Potter von Brentford? Ich weiß, Brentford spielt eine recht gute Saison. Ich weiß aber nicht, ob Harry Potter da zaubert. Um da auch mal eben. Ne? 15 Millionen Mark, 22 Jahre. Was ist der denn für eine Position? Stürmer, links außen, 10 Spiele, ein. Was ist das? Assist oder Tor hier rechts? Vorlage. Okay. Eine Vorlage. Kulusevski, Rasmus Christensen, Erling Haaland, Unstoppable. Er hat heute einer zu 5 im Disco. Das ist schon richtig geil, ne? Ja. Und Conor Gallagher, Chelsea FC. Es könnte einer von den Kandidaten sein, die gehen müssen. Thilo würde eventuell die Tür öffnen für eine Select. Je nachdem, wie wir jetzt mit den 8 uhrzeitmäßig durchkommen, Christoph, okay? Haaland. Neues Case ancracken müssen wir ja jetzt eh. Jetzt schauen wir aber erstmal für die El Sido und Compagnon Harry Potter, eine Dwight Yorks Redemption, Zaha, Lisandro, Callum Wilson, Bruno, Elliot, Moises Caicedo und Conor Gallagher plus.
Unstoppable Early. Vielen, vielen Dank an euch zwei. Ich mache mal direkt hier neue Dinge auf. Danke euch, ja. Immer gerne. Christian, bist du das erste Mal bei uns dabei oder habe ich deinen Namen einfach nur bisher erfolgreich nicht wahrgenommen? Ah, Lachsgorilla, so heißt er. El Sido und ein Lachsgorilla. Einfach zwei richtig starke Namen. Bitte übernehmen. Nein, nee, wir brauchen Dux heute. Wo ist er? Der hatte eben geschert. Also Buffy. Buffy. Christian, erste Mal bei uns, kann das sein? Wir nehmen die zwei. Vielen, vielen Dank. Auf geht's. Nein, und heute Geburtstaggeschenk gegönnt bei euch, aber war schon zweimal. Okay, sorry, dann habe ich das nicht mitgekriegt. Hast du heute Geburtstag oder du hast dir ein Geburtstagsgeschenk? Füllkrug vor, mach ein Tor. Füllkrug spielt gar nicht an, ja, der ist verletzt. Dux muss das reden. Okay, dann gehen wir rein. Watkins. Heute Geburtstag. Heute. Happy Birthday. Marguerite. Dann, dann habe ich jetzt ja richtig, ne? Calvert-Lewin. Dann starten wir mal zum Geburtstag mit Diogo Jota. Guten Abend, Kiko. Kiko, der Gute hat heute Geburtstag, sagt er mir gerade. Jetzt ist der Druck groß. Dammtagste. Christian, no pressure, ja echt. Hättest du mir das nicht nach dem Break sagen können? Emiliano Martinez, Christian Eriksen, Gabriel, Felipe Coutinho. Und dann ist es McGinn in der 199er Camo Variante. Moin Tilo, ich habe gerade mal für zu Hause zwei Star Wars gekauft. Falls ihr wollt, könnt ihr auch im Stream öffnen. Timo, unterhalten wir uns drüber, okay? Wird doch ein langer Spiel. Wird länger. Wäre ich mal früher online gegangen. Nein, Quatsch. Mal gucken. Maxwell Cornett. Joey Gallard. Alain Saint-Maximin. Eine Red Sinistera. Und eine Jared Bone. Field Level 99. Wer hat Kimmich eigentlich erlaubt, Ecken zu schlagen? Wie viel haben die schon? Nach 10 Minuten standen die bei 8 oder so. Das war echt heftig. Dann haben wir Saliba. 1-0 Bayern. Schreibt auch. Tor für Bayern. David De Gea. Harvey Elliott. Anthony Elanga. Und Alisson Becker. Der Navi. Warte, keiner. Dann haben Dann Sarmiento. Ward-Prowse. Perisic. Isak. Und Mondi. Ihr wisst doch, Leute, ihr habt es doch gelernt. Immer den Torschützen dabei. Wir haben jetzt 4 Nummerierte. Ich muss mich hier aufs Geburtstagskind konzentrieren. Einen machen wir hier noch, dann gebe ich schon mal rüber. Dakar. Reed. Oh. Brighton, Hove and Albion. Case. Im Prinzip ja Case It. Ja, nicht im Prinzip. Nee, im Prinzip Case It. Es ist ein Case It. Ja. Es ist das Brighton Hove and Albion Logo. Das sind Thick Sleeves auf einmal. Nee, ne? Warum? Das ist alles sick. Machen wir mal den hier. Das nicht, okay. Versuchen wir es mal ab hier. Und dann gleich gucken, ob das da unten. Ob das da unten dann jetzt alles thick sind. Und eine Unstoppable Mitoma ist auch nicht so schlecht. Wo wir gerade bei Brighton sind, ne?
ganz Brighton kann zusammen. Dann haben wir Declan Rice, Ty Adams, Kevin De Bruyne Field Level, Alisson Becker Field Level und Julian Alvarez Rookie Future. Leute, was war heute eigentlich im Discord los? Aus Club Competition Champions League, aus einer unserer Boxen, One of One Darwin Nunes Auto habe ich gesehen. Dann eben irgendeine Icy Haaland Auto zu 10. Absolut gestört, das gehörte Bosse. War zwar nicht von uns gekauft, aber trotzdem brutal. NCSO. Avoni, Killman, Bruno Guimaraes ist rot und eine Drewsbury Hall. 2,25. Der Nunes geht an MC Barbara. Ah, das wird schon eine heftige Karte. Aber klar, Fabian hat da garantiert Interesse dran. Dann haben wir das. Also du hast ja den Case jetzt schon draußen. Damit habe ich dich ja schon mal zum Geburtstag beglückwünscht. Madison, Henderson, James, Romeo Lavia, Rookie Blue und Unstoppable von Billing. Club Competition Champions League. Ja, genau. Oder wie das heißt. Ja, einfach UEFA Club Competition Tops. Nee. Flagship sozusagen. Die Blue packe ich dir mal ein, weil Romeo Lavia ein Biest ist. Und dann gehen wir in deine Klopper. Auf geht's. Zum Geburtstag viel Glück, ne? Neil Maupay, Paqueta, Sinistera Field Level, Palinha. Das war richtig rum. Das ist wieder Conor Gallagher. Den hatten wir ja gerade schon mal. So, jetzt mal gucken, ob das alles. Ah, okay. Conor Gallagher. Dann Ramsdale. Die ist wieder richtig rum. Walker. Rashford Sancho Select Dual Swatches. Das ist neu. Man United. Schönes Ding, sehe ich genauso. Da muss noch ein Schlief drum. Und dann haben wir in der letzten, mit, muss ein Auto kommen, Jarrett Bowen, Equalizer. Rookie Auto. Da haben wir in Amerika die One of One von ihm gesehen. Brandon Johnson Rookie Auto One of One. Irgendwo, ich glaube, Soccer Breakers UK, Soccer Breakers US. Brandon Johnson, aber ich kann dir sagen, der geht gut. Guter Mann. Ja, ist ein besserer Rookie. Ist ein besserer, ja. Das scheint keiner zu sein. So, Alexis McAllister haben wir hier noch. Wir haben noch den Equalizer von Bukayo. Und dann heißt das für dich Auto One of One und One of One ist raus. Okay. Auto Brandon Johnson, Dual Swatch, Rashford, Sancho, Conor Gallagher, Romeo Lavia, Drewsbury Hall, Kasich, Brightonhoven, Albion, Edouard Mondi, Jarrett Bowen, McGinn, Jota und vor allen Dingen heißt es Happy Birthday, mach dir einen schönen Abend und ich hoffe, du bleibst noch ein bisschen. Danke fürs Mitmachen und danke, dass du dich quasi bei uns beschenkst. Marcel, guten Abend. Abend. Der nächste im Text, Florian. Gerne links. Boah, er wusste, dass er dran ist, ne? Ciao. Florian, du warst ja so dermaßen vorbereitet. Das gibt's ja wohl gar nicht. Was war da denn los? Rescue Blackheart voll auf Ralle. Guten Abend, Lukas. Da wollen wir mal. Bleibt noch sehr schön. Ich würde sagen, es ist definitiv auch eine Möglichkeit eines Kaltgetränks gegeben. Aber jetzt nur so
einfach ein Bier. Dachte, hätte ich mehr Delay. Nee, passt du perfekt. Wir gehen rein in deine Box. Ich danke dir vielmals, Florian. Und guck mal, Klopper im Ers. Dann starten wir rein mit Ramsdale, Walker, Pulisic. Das ist eine Multicolor James. Und dahinter Pazzo und Daka. Servus. Seid ihr auch am Hockenheimring? Ich bin da, ja. Zu 225 der Patson Dacke. Enciso. Ey, jetzt ist aber mit den Redemption langsam mal gut. Florian, du hast auch eine. Ihr komischerweise in den ersten zwei nicht, glaube ich. Und dann auf einmal ging es los. Nathan Patterson, Jared Bowen, Leon Bailey, eine Red für die Reds von Alisson Becker und Thiago Alcantara. Der Vogel bleibt im Käfig. Ja, wie gesagt, der wird dann hier ein bisschen privat mal chillen, sich was öffnen und ein bisschen Sachen verkabeln. Dann haben wir James Maddison, Dean Henderson, Mitoma, Kulusevski ist Silver und das ist Brandon Aronson, Camo zu 1,99. Dann haben wir Eriksen, Cornet, Martinelli, Pulisic Silver und Robertson Unstoppable. Na, ich bin gespannt, welche Redemption es diesmal wird. Gibt es bei Tops eigentlich auch Redemption? Ja, aber ganz selten, Lukas. Wir hatten im Formel 1 richtig, da gab's das zweite Hobbyjahr, also 2021 Max Verstappen Redemption Auto. Joe Gellert für irgendeinen Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob der hier ist. Saliba, Greenwood, Wilson und auch ziemlich cool Michael Olise, 135. Bei Redemptions kriege ich PTSD. Ja, glaube ich. Du hast zweimal Chaka gestern gehabt, ne? Beides doppelt war mies. Auch das andere Auto war doppelt. Stimmt. Hier ist der nächste Klopper. Ward-Prowse, Maupay, Semuga, Senesi und Lodi. Was haben wir denn? Klopper Redemption haben wir für dich bisher. Hier kommt eine Tie-Dye, Paqueta, Daka, Vardy, Eberechi Eze. Oh! Oh! Die ist brutal. Damit kann man sich zurückbilden. 2-0 Leroy. Ja, ich habe jetzt ernsthaft auch nicht von Bremen erwartet, dass sie Bayern schlagen. Gewünscht, ja, erwartet, nein. Ist ja nicht so, als würde oft Garnacho droppen und den dann als Tie-Dye. Ja. Zu 49. Garnacho and Chill, ja, so kann man das nennen. Zurücklehnen und genießen. Es kommt ja noch eine Redemption. Dann haben wir Watkins, Gui, Jared Bowen und Brandon Johnson Rookie Field Level. Plus der the one and only Rondo. Rondo Equalizer. Das macht Schalke nächste Woche. Das wäre so geil. Schalke ringt Bayern nieder. Tyreek Mitchell, Eric Dyer, James Ward-Prowse. So wie sie gestern gespielt haben, ist denn alles zuzutrauen. Moral haben sie. Sekou Mara. Unten. Also die Elfmeterentscheidung hart, weil der Torwart wird den Ball festhalten und das Ding ist durch. Aber was macht der Verteidiger da? Also ich finde, dieser Katschi stellt sich so scheißendämlich an, dass sie es verdient haben, dass es Elfmeter gibt.
Ist meine Meinung dazu. War viel zu lang gehalten. Oder? Lang gehalten, dumm, unnötig. Und natürlich muss man da nicht Elfmeter pfeifen, aber für die Dummheit kann man Elfmeter geben. Ich glaube, mein Opa, oder wer auch immer, hat früher mal gesagt, ein bekanntes Sprichwort sagt, wer Dummheit muss bestraft werden. Abonni. Deine erste Redemption. Oh. Pitchside Signature Premier League Purple. Nummeriertes Pitchside Autograph hatten wir noch. Weiß ich nicht. Demari Gray. Doch, da hatten wir gestern den Gold Demari Gray von ihm. Aber ein nummeriertes Demari Gray Pitchside. Zack, kommt da drauf. Da gesellt sich auch der Kollege zu. Die Herren Bayern mit dem 2-0, da geht der Fernseher aus und der Stream an. Ja, ist gelaufen, das Teil, ne? Dann haben wir Declan Rice, Tyler Adams, Yves Bissouma. Da ist er wieder. Pitchside, Brandon Johnson Rookie Auto. Hatten wir auch so noch nicht. Hatten wir auch so noch nicht, aber ist der gute Rookie. Richtig. Ja, wie gesagt, nach der Garnacho kommt man chillen, ne? Ah, Ailton. Ailton knipst doch irgendwo in der Kreisliga, oder? Und dann haben wir De Gea, Sarmiento, Harvey Elliott. Conor Gallagher. Schon gesehen? Oder? Nein, habe ich nicht. So. Kulusevski, weiße Schuppen. Aber dann absolut. Auch es gibt Haaland in dem Format und in dem großen, hat man beide. Nur Jerseys. Cool. Ja, ja. Wir hatten ihn mit Julian. Ja, genau. So. Dann würde ich sagen, ab hier war vorbei die Geschichte. Youngster, danke für 4. Alejandro Garnacho, Tyler Rookie hat es erledigt. Dann ist das hier der Demary Gray. Wir haben Sancho, Michael Olise, Aronson, Daka. Dazu gesellt sich ein Dejan Kulusevski und ein Pitchside Brandon Johnson Rookie Auto. Vielen, vielen Danke. Oh, es ist soweit. Oh nein. Dann hole ich mir aber jetzt das Getränk, Maximilian. Das steht aber fest. Vogel, guck, welche Zahlen du dir aussuchst. Ich muss los. Ich bin weg. Haut rein. Abend. Eins und drei. Oh, Maximilian, ne? Ich drück dir so sehr die Daumen. Kann man sich kaum vorstellen. Wäre auch soweit. Aber ist für ja. Philipp. Dann bleibt auch am Ende nur noch Gian. Gian, bist du auch in der Nähe? Für Schanddaten aller Art? Nachdem wir. Vielleicht schalte ich aber auch nach Maximilians Dingern einfach ab. Ich kann es doch nicht sagen. Atzenpower, moin, moin. Rice. Moin, Emre. Adams. Sa. Iwobi. Und ein Rodri. Camo. Werner Smofa, moin moin. Gian. Gian an Erde. Für Sir Könny. Toppet, bist du jetzt Gian oder was passiert jetzt hier? Oder was? Aber ist. Hä?
Wäre auch soweit, aber ist für Philipp? Jetzt, ich blick immer durch. Wer ist wir? Und wer ist Philipp? Philipp ist doch Insane die Joker. Daya, Moreno, Sancho, Juiceberry Hall und Zemura. Wir sitzen zusammen. Also Gian. Also das heißt Gian und Philipp, Insane die Joker und Toppet, ihr sitzt zusammen, ihr habt beide eine Box gekauft und wir können die quasi dann hintereinander wegöffnen, damit der Spaß bei euch ein maximales Niveau erreicht. Ja, die ist passt, Gian und die Postleitzahl Toppet. Ja. Ödegaard, Ederson. Verstehe. Ödegaard, aber ein anderer Philipp. Weiß ich auch nicht, Vogel, ich habe die Zettel nicht bei mir. Mitrovic und Vieira. Passt das alles? Toppet ist Gian. Solange du mir sagst, wir haben alles, ist mir das alles Wump. Julio Enciso. Avoni. Pickford. Ebiowai. Rookie Silver. Und Alexis McAllister. Wisst ihr, was mir bisher auffällt? Sehr wenig Niedrignummerierte. Da waren gute Karten. Die beste, glaube ich, war die Garnacho gerade. Also so grün und so weiter fehlt. Pedersen, Havertz. Aber ja, ich meine damit, wir ziehen schon viel so Kamo, Koulibaly und so. Kein Problem. Da ist schon wieder Camo, oder? Ich sag ja, viel Camo. Ramsdale, Walker, auffällig viel Camo. Suchek, das ist Moises Caicedo in Red. Und eine Fabio Carvalho Rookie Camo Field Level zu 199. Ja, das war heftig gestern, ey. Pascal, Junge, völlige Zerstörung in seiner Box. In dem Case, was eigentlich gar nicht gut war. So, ich glaube, dass die Maximilian. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Keller Case, die übrigen. Er hat ja zwei daraus gehabt. Achso, ja, wir haben das neue Case geöffnet für Keller gestern. Stimmt, das sind die. Plus drei Boxen, die sealed aus dem Case verschickt werden, die heute Nachmittag gekauft wurden. Ja, ich nehme die aber trotzdem jetzt daraus. Daniel, moin. Tie-Dye, Onana, Skamaka, Jota. Tosin Adarabio und das ist Taibo Avoni. Field Level. Ne, nix Field Level. Terrace. Terrace Tie-Dye. Tütte. Ah, die Tie-Dye haben unfassbaren Style. Fumanchu, guten Tag. Moin, moin, Freunde, auf die Karte nächste Woche. Ja, ich habe schon einige gehört, die Bock haben. Ich gehe da völlig emotionslos dran. Nein, Marcello, das ist kein Personal Case. So, Klopper liegen. Dann haben wir Mitchell. Vieira. Hä? Ja, hatten wir letztes Mal auch so zweimal manche Sachen. Dann fehlte ein anderer Case. Vogel, Hauptsache wieder noch was Negatives hinterher sagen. Nicht, ja, dann kommt noch eins und wir haben mehr. Nein. Wir hatten nur das eine, da war so. Tottenham nach dem Brighton-Logo. Case it. Dann Hugo Lloris. Und ein Unstoppable Aribo. Stimmt, keine Relation. Hat sich schon was wegen Score getan? Ich bekomme auf jeden Fall neue Arzen Power. Ich weiß nur noch nicht wann. Also, ich bekomme Cases, FIFA Score, Retail und Fatback. Kulusevski, Billing, Dominic Solanke und ein Unstoppable Walker Peters. Also, ihr habt ein Case-Hit. Maximilian, du. Vor allen Dingen den Carvalho. Immerhin Liverpool. Jetzt auf die hier, ne? Immerhin keine Redemption, haben wir auch schon gehört. Sanchez. Lingard. Hinten raus. Kevin De Bruyne. Select. Ne? Ist richtig rum. Frage ist, wie rum? Da ist ein Rookie-Logo. Ist er das wieder?
Nee. Es ist einfach mal ein Jumbo-Patch von Garnacho. Richtig cool. Das ist noch gar nicht. Das hat man noch gar nicht, ne? Das ist neu. Ist geil. Das ist kein Fix Leaf. Mein Gott, jetzt ist hier ein Durcheinander. Das ja, ist nicht schön. Alle wegwerfen. Lässt du die nie in der Verpackung? So, ab wo könnte es Six sein? Ab hier. Garnacho. Jumbo. Schöne eBay-Card. Ja, definitiv. Schöne Rakeback. Ja. Rakeback. So wie Leanback von Fat Joe Terror Squad. Nur mit, anstatt Leanback, Rakeback. Hickey. Wilson. Brandon Aaronson. Das ist Darren Bent. Den haben wir gestern schon gesehen. Ich würde sagen, ja, der hat seine Hütten immer gemacht, aber bei mir hat er jetzt keinen bleibenden Eindruck so als absolute Legende hinterlassen. Da gibt es dann andere, Darren Bent. Dann haben wir James Madison, Henderson, die ist dann auch wieder richtig rum. Isaac. Oh, ich habe es schon gelesen. Was einen großen. Noch ein Jumbo. Zweimal Jumbo. Einmal Garnacho. Einmal Ødegaard. Auch guter Spiel. Also sagen wir mal so, ist jetzt schon besser als beide gestern. Ja. Ich lasse die hier mal. Den Wilfried Saar, der kommt noch ins Lead. Beziehungsweise komm, wir gehen durch, machen uns Platz für die nächste. Reset-Button. Obwohl ich echt, also ich meine, wir haben gestern übertrumpft, das ist die Hauptsache. Ødegaard. Darren Bent. Garnacho, Garnacho eventuell Fotowert, Tottenham Logo, Abouni, Ricardo Carvalho, Koulibaly. Also es war sehr Camo-lastig. Und Maximilian hat der Vorsichtshalber, weil es gestern so gut lief mit zwei Boxen, nochmal zwei geholt. Maximilian, auf geht's. Olli Watkins, Gui, Stroik, der dann den Elfmeter verursacht hat, den Gündogan nicht zum dritten gemacht hat. Mason Mount. Und die erste Number, Jay Adams, 135. Nur noch 1 zu 2. Duksch. Ailton, Schmied, Romano Schmied, Jürgen Eriksen, der Füllkrug-Ersatz, Maxwell Cornet, Jack Grealish, Field Level, Mitrovic, Field Level, Fulham, Multicolor und Ødegaard. Wie lange ist jetzt noch? 2 Minuten? Ich habe keine Ahnung. Was eine Bude. Lange kann es nicht mehr gehen. Die Bayern kriegen das diese Saison aber auch Niklas Schmidt. Ach, war nicht Romano. Wir kriegen das dieses Jahr auch nicht durchgespielt, ne? Seriös wie sonst, wo sie am Ende 8-0 gewinnen. Ja, Müller-Box geöffnet, Rookie, Dude, 150. Endlich habe ich auch mal Glück gehabt. Eine Numbered aus dem Produkt zu ziehen, ist richtig, richtig schwer. Malassia. Mondi. Alisson Becker. Immerhin Liverpool. Robert Sanchez. Und Brandon Aaronson, Field Level zu 75 Leads. 4 bis 5 Minuten. Also, ich sag mal so: Bremen hat gegen uns das Spiel nach einem 2-0 gedreht in 5 Minuten zu einem 3-2. Alles ist möglich, oder? Buna Sarkom, der sichert ab das Ding. Der macht noch, das, der macht noch den Ausgleich. Castagne, Xhaka, Cancelo, der Papst und Brandon Aaronson. Als Equalizer. Tor des Monats. Was bringen wir in der Nachspielzeit? Also keiner besser als Dortmund. Eben. 2-2 ist absolut im Bereich des Möglichen, sage ich dir. De Gea, da kommt schon wieder so eine Camo.
Sarmiento, Groß, Kulusevski und Callum Wilson. Hat Newcastle. Ne, die spielen morgen, ne? Die waren zuletzt on fire. 225. Arsenal, glaube ich, ist das. Boah. Aber das sind war da die gleiche Uhrzeit wie Dortmund. Ja, dann nicht wo. Ne. Und ein Darwin Nunes Auto, aber nicht aus dem Blaster, Emre, oder? Das würde mich wundern. Wenn ja, wäre das richtig, richtig heftig. Der zweite Klopper. Schwer, Robert. Bruno, generell siehst du ja, wie schwer es ist, hier nummerierte Sachen zu ziehen. Einfach, weil die Auflage nochmal deutlich angewachsen ist gegenüber dieser... wir sind ein bisschen verwöhnt von Select La Liga. Und wir werden noch mehr verwöhnt werden von Select FIFA. Doch. Und... Okay. Ach, das ist heftig. Ja. Und Emiliano Martinez und Select Serie A. 135er Emiliano. Dann haben wir Paqueta, Daka, Balkan David, danke für 7, Nketia, Zaha und Tavernier. Heute sind, wir waren heute, wir haben über so 10, 12 Kartons rübergeschleppt, schon mal die Regale ein bisschen bestückt. Kameras laufen sensationell, wir haben alles getestet, das Kamerasystem ist der Holy Grail of Kamerasysteme, wirklich. Und dann kamen die Stühle fürs Büro, Leute, die sind heftig. Das ist der dritte Klopper, es wird. Bekommt ihr auch Select FIFA? Ja. Cunha, Joe Linton, oho! Das ist das Haaland-Case, da war schon das Auto von hier Stein in den... Maximilian! Das ist Redemption Day! Scheiß doch auf die Boxen gestern! Ja, das bringt... Die sind, ich glaube, zurück. Pari! Falls du nicht Haaland sammelst, du weißt ja, wer... Ja, ich habe ihn schon den einen Tag... Ich wollte ihn ja nach dem Stream-Tag, ja lass mir mal einen Tag Zeit, direkt am nächsten Morgen, ey Maximilian, wie sieht das aus mit dem Haaland? Ne, ich behalte den erstmal, aber wenn ich ihn verkaufe und ich dachte, nein. Maximilian, was ist denn mit dem? Ich behalte den auch erstmal, würde ich sagen. Ich glaube. Ist zu lang. Den kann ich da nicht reinmachen. Dann packe ich ihn lieber in den Top. Dust yourself off and try again. Hat Ali ja schon gesagt, oder? Try again. Ich probiere es mit dem hier einfach. Ich pack dir den Mac dazu. Du wirst ihn fräsen müssen. Er hat irgendwie nicht ganz hingehauen. Vogel macht mal ein Foto. Das ist ein Case-Hit. Artistic Impressions. Haaland Artistic Impression. Maximilian, das ist doch mal Redemption. Yes, Sir, wie ich dir das gönne. Ja, man sieht aber wieder so. Ja, die will man unbedingt selber haben. Gibt sie nicht ab, ne? Drewsbury Hall, Martinez, Grealish, Anthony und Wilfried. Hab Frame Drops, was ist da los? Hier keine Frame Drops, alles gut, Maximilian. Das bist du. Die Karte hat dein Internet zerballert. Aber ich hatte in Erinnerung, dass du geschrieben hattest vor den Frame Drops, ja, ihr könnt die haben. Lasst die bei euch liegen. Irgendwas war im Chat, aber dann war es komischerweise auch wieder weg. Ich weiß nicht, was da los war. Ich packe den dabei. Du musst das hier fräsen, der passte nicht. Patrick, danke für 16. Die kriegen wir den doch nie abgeschwatzt, dem Jungen. Und das Gute ist, die Klopper kommen ja noch. Soll ich schon anpacken? Joey Gellert. Ja, wir haben dir zu danken, Maximilian, ganz ehrlich, ne? Immer wieder, guck mal, er hier, Martinelli Equalizer. Das ist mehr als verdient.
Boah. Was ist das denn? Boah, ist der sexy. Blutspur, oder? Das ist Blut, das ist Schweiß, das sind Tränen, das ist Arsenal, das ist Sparta. Das ist Saka. Das ist Saka, genau. Boah, die hat Style, ey. Einen wunderschönen guten Abend, Bene. Bene, was geht ab? Boah, Bene. Maximilian holt sich hier seinen Redemption Day. Gott sei Dank, ey. Dann kann ich wieder pennen heute Abend. Alter, bist du gestört, Junge. Oh, das ist so... Das ist so mein Humor. Bluten. Ist das gestört, Alter? Wie kommt man auf so eine Scheiße? Auch so schnell. Alter. Ja, so schnell ist echt gut. Blutendes Sakal. Der ist echt wahnsinnig stark. Das ist das zweite Mal, dass wir sowas machen, ne? Mhm. Boah. Alter Schwede, ey. Das war richtig brutal. Blutendes Sakal. Das ist richtig gefährlich gut. Boah. Ich trinke ja schon. Aber das blutende Saka hat mich völlig auseinandergenommen. Neil Maupay. Hinten haben wir Jesus. Auch nicht schlecht, den hat man noch gar nicht. Kennt man auch vom Namen. Gordon Strachan. Strachan ist der. Ich nicht. Ist der Trainer, oder? Halt's Maul at its best. Der ist der Beste, der Junge, glaub mal. Manuel hat einen Humor, der deckt sich, glaube ich, hart mit meinem. Ey. Der ist richtig makaber teilweise. Manche Leute würden sagen, was ist mit dem, aber ich feiere das. Alter, blutende Sacker ist brutal hart gut. Gordon Strachan. Ist vorbei, 2-1. Und dann. Sikumara, Iwobi. Der weiße Wanderer. Boah, den nimmt er auch. Bin ich relativ sicher, den nimmt er auch. Martinelli. Oh, das war so Redemption für Maximilian. Ja. Starke Box. Gucken wir uns das mal an hier ganz kurz, ne? Wie gesagt, Haaland hast du mir schon gegeben. Martinelli, ach, hast du weggepackt? Nee, Gordon Strachan. Die ganze Zeit an. Das blutende Saka. Ndidi, Martinez, Wilson, Aronson, Che Adams und er. Bisschen neidisch, Maximilian Teil 2. Danke fürs Mitmachen. Jetzt kommt the one and only. Ausgeruht, Seele baumeln lassen, aber mit voller Kraft weiter voraus, Minzi. Ist nicht geplant, Luki. Das sollte eigentlich ein relativ kurzer Stream werden, der jetzt schon wieder ja, andere Ausmaße annimmt. Ich weiß nicht, was Timo da gemacht hat. Ah, ich sehe schon, das ist Niklas. Mit, ja, Niklas sehe ich. Niklas, ich sehe es. Was hat er denn geholt? Ah, okay. Timo. Okay. Oh, das. Morgen werde ich ein paar Regeln schlagen müssen. Wünsche ein Stream für an alle. Oh, Dustin, danke Dustin, das geht zu dir nach Hause. Dustin mit einem Viererpack, nachdem wir hier über Darwin One of One und so reden. Dustin schlägt hart zu bei Club Competition. Und Lukas,
gönnt sich auch für zu Hause ordentlich. Danke dir, Lukas. Oh, heftig, ey. Das wird morgen arbeitsintensiver Sonntag, nachdem meine Tochter zu Hause ist. Aber ständig und selbst. Warte mal. Dann hole ich nur Timo dazwischen weg. Was ist mit dir? Achso. Die 1. Ihr ganzen Suchttaten. Eigentlich wollte ich nur online kommen. Ich hatte 4 Select eingestellt. Aus 4 sind 8 geworden. Timo mit, weil es Timo ist, hat 2 Star Wars. Und dann gucken Vogel und ich noch kurz was. Und dann wollten wir eigentlich wieder aufhören. Hey, alles klar, will mit Tops anfangen. Shisha, so finster. Ich kann dir schon mal sagen, du fängst ja nicht mit Tops an, sondern du fängst ja mit dem Trading Cards Hobby an. Tops ist ja nur eine Marke, ein Hersteller. Genauso wie hier heute Panini ein Hersteller ist. Kannst du etwas empfehlen? Was ich empfehlen kann, ist, wichtig ist erstmal gucken, lernen, nicht zu viel Geld ausgeben, wissen, wo die Reise hingeht, was möchtest du sammeln, wer ist dein Lieblingsspieler, was ist dein Lieblingsteam und unserem Discord beitreten. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Moritz, genau, würde ich auch sagen. Du kannst dich auf jeden Fall melden. Für Minzi starten wir mit dem Klopper. X1, guten Abend. Martinez, Eriksen, Moises Caicedo, William Saliba und Jesse Lingard. Saliba, De Gea, Alejandro Garnacho, oh schön, Julian Alvarez, Red Rookie und Harry Kane. Hat der heute das Goldene gemacht? Ich meine ja. Mhm. Also. Korrekt, ich danke dir, ich schaue viele Videos, hab keinen Discord. Discord hat ja im Prinzip jeder. Also ich meine, das ist ja eine App am Handy, glaube ich, aber ich habe es jetzt als Desktop-Variante am PC. Einfach draufgehen. Aber Grabo regelt. Jan, weiter geht's. Maupay, Paqueta, Martinelli, De Cordova Reed und Marquinhos. Hast du von dem Haaland ein Foto gemacht? Mhm, sicher. Daka, Watkins, Greenwood, Ty Adams und Bobby De Cordova Reed. 199 Camo. Diese Camo-Flut heute. Ein Beckham-Auto ist aber jetzt noch nicht. Ist Beckham drin? Beckham ist in der Checklist nicht drin, oder, Robert? Kann das einer bestätigen oder nicht bestätigen? Moin, Darwin. Digne, Malassia, Ward Prowse, Walker Peters und ein 4-Level. Gabriel Jesus. Doch, soweit ich weiß, schreibt der. Ja, echt jetzt? Als Autogramm, als welcher Style? Hier, Pinchside Signatures gibt's ihn. Alter, geil. Wusste ich auch nicht. Doch? Ja. Ja, guck mal. So weit habe ich nicht. Noch einer von Legenden, den wir noch so gar nicht hatten, aber der voll Torres geil. Torres hatten wir schon, ja. Wen? Torres ist geil, ja. Servus, doch United, aber nur eine Autoversion, glaube ich. Ja, okay, er sagt Vogel gerade auch. Doglish hatten wir, Torres hatten wir, Beckham noch gar nicht gesehen. Schmeichel hatten wir auch schon. Schmeichel hatten wir. Wilfried Gnonto, Stam, den kenne ich noch. Stam, aber Gnonto ist heute bei Leeds ausgewechselt worden, hat gar nichts auf die Kette gekriegt, ist auch keine Legend. Ja. Gibbs White, Jacob Ramsey, ein Equalizer Hoden ist auch nicht so schlecht. Laut Makelele hatten wir auch schon. Makelele, ja. Also können wir uns darauf einigen, dass Beckham einer von denen ist, den man auch noch ganz gerne ziehen würde. Ja. Stam auch noch nicht gesehen, ja, stimmt. Oh Jan, ich leg den mal raus. Gold ist immer schön. Gold. Und noch ein Klopper. Kann ich mir noch was... Ne, ist nichts drin heute, Darwin. Es waren 4 Boxen drin, daraus sind 8 geworden. Und wir haben ja heute... Gönnt sich TTC heute? Ja, es ist soweit. Und wir haben ja... Ja, das war so an den Top-Level. Case it. Echt? Alter, 10
Käse, Klopper, Klopper, Klopper. Und Visionary, ja. Und wir haben ja auch heute sehr viele Sealed-Boxen eingestellt, die dann noch erst verarbeitet werden müssen. Und Montag zur Post. Also wir wollten es heute im Stream nicht übertreiben. Marquinhos. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Declan Rice. Und das ist eine Bobby Firmino. 75, Liverpool. Eher gering, würde ich sagen. Wir haben jetzt, ja, ich würde sagen, 8:30. Eher gering, ja. Wir sind jetzt gut durchgekommen und da kommen ja noch 3. Ja. Ja, aber jetzt, Leute, ganz wichtig zu konzentrieren auf das, was jetzt hier ist. Schaka. Rikschu, danke für 9. Bruno. Aaronson. Aaron Ramsdale. Goalie von Arsenal, 5 of 10. Da hatten wir schon die, wie heißt es, Stained Glass? Oder? Ja, Ramsdale Stained Glass hatten wir auch, ja. Aber schon ein geiler. Ey, der hat schon Paraden gezeigt, ja, die Saison. Da schlackern dir aber die Ohren. Würde ich sagen, machen wir die. Iwobi zu dem Case würde passen, wenn es Haaland ist. Ja. Weil wir hatten gestern bei Steini Haaland Pitchside. Eben die Haaland Case Hit Artistry Impressions. Ja. Das ist Jet Spence. James Madison Multicolor. Foden. Ja. Ich überlege mal ganz. Ja, doch. Doch, doch, doch. Case Hit, ja, packe ich dir ein. Foden einfach auch ein Weltklasse-Spieler. Ja, wenn er spielt. Und wenn sie passt. Ja, stimmt. Haaland wollte nicht. Das liegt bestimmt am Mac, oder? Ist das wieder der? Ne, oder hast du mit dem mit? Ne, den habe ich gerade aufgemacht. Ja, den, ja, hast du mitgegeben. Der passt wieder nicht. Oder die Macs sind alle fail produziert. Ja, ja, dann aber nur diese, weil ja, gestern ja, die haben perfekt gepasst. Passt nicht, Jan. Auch dir viel Spaß beim Fräsen. Das ist dann eher der Mac oder die jetzt so kommen. Vogel, das ist ein Foto. Ja. Wenn wir jetzt schon, wir haben eine zu 10, wir haben Bobby, Jesus, wir haben Casey, dann haben wir Sarmiento, Ward Prowse, Jared Bone, wir haben Robbie Fowler, Leeds United Legend Auto, moin Julian. Ich glaube auch der Minzi ist zufrieden. Cornet, Gellard, Paqueta, Bukayo, ausnahmsweise mal nicht Jumbo, das macht nur Maximilian. Das letzte für Jan, Alexis McAllister, Sikumara, Hickey, Manchester United irgendwas, lass es einfach David sein, es ist Bruno Schnatsch, blutet das Sacker, in dem Patch nicht, nee. Aber jetzt guck, also die Fülle ist hart, ne? Zieht es euch rein. Zu 10 Arsenal Ramsdale. Bobby 75. Jesus als Field Level Numbered. The Cordova Reed und Kane. Spielerauswahl eigentlich ganz geil. Bruno. Saka. Fowler. Und Casey Visionary Foden.
Jan, du weißt, dass das dein zweiter Case in sehr kurzer Zeit ist, ne? Nach dem Kaboom, was war das? War das etwa Ronaldo? Das ist Insane die Joker. Und wenn mich nicht alles durch, der war auch gestern schon dabei. Zusammen, das haben wir richtig verstanden. Ich bin mir nicht sicher, das habe ich nicht verstanden. Sitzen jetzt Insane, die Joker, Philipp mit Gian zusammen oder sind das völlig unterschiedliche Infos Teilnehmer? Auf geht's für dich, Philipp. Das war mehr als in Ordnung, Jan. Gibt es dazu noch eine Antwort? Gucken. Mitrovic, Collins, Vera, Aaronson und Adarabio. Scheinbar nicht. Das Rätsel bleibt ungelöst. Klopper. Unterschiedliche Teilnehmer, okay. Hier kommt eine Tide. Jimenez, Barnes, The Cordova Reed, Red von den Reds, Salah, feiere ich immer sowas. Und Christopher Ayer zu 49, Brentford. Guten Abend, André. How is it going? Klopper. Dann Mondi, Castagne, Thiago Silva, Joachim Andersen und Rico Henry. Ist die numbered? Ne. Ich dachte erst. Xhaka, Bruno, Trippier, Hickey und 99er James Garner. Plötzlich kam auch gestern nachdem dieser Evan Ferguson paar Mal und dann nie wieder gesehen. Ne, stimmt. Auch heftig. Alles in ein, zwei Wochen. Das ist der nächste Klopper. Hier liegen schon drei, Philipp. Das ist Aribo. Daniel James. Heung-min eine Ala Saint-Maximin. Und eine Ryan Christie Unstoppable. Boah, wenn das erst so schwarz kommt, ey, dann kackt man erstmal kurz ab. Man muss dann schon ein Stück mehr runterziehen, als man möchte, weil man erst sagen will, oh, 101. Tavernier, Jesus, Jota, Madison. Habt ihr noch Revolution Soccer? Nicht. Nee. Jamie Vardy. Habt ihr die Antwort nicht mitbekommen? Nee, haben wir nicht. Hatten wir etliche, ganz, ganz viele, aber die waren auch ganz schnell wieder weg. McAllister, Mara, Madison, Bruno Fernandes und Sinisterra, Field Level. Und zwar eine Camo Field Level. Der will nicht. Philipp, Bruno noch in Blau. Drei Klopper liegen. Dann haben wir Anthony, Mount, Field Level Martinelli, Field Level Blue von Brandon Aaronson und ein Select Stars Insert Pink. Brian Mboimo zu 25 ist in dem Fall dann Pink. Pink ja sonst eigentlich höher nummeriert, aber als Insert dann plötzlich. 8 of 25. Und dann Carvalho,
Matty Cash, Jadon Sancho, Jarrett Bowen und eine Camo von Robert Sanchez. Schauen wir hier nochmal durch, war irgendwas, also ich meine Insert, klar, aber es ist ein Bäumo, ich kann mit dem Bäumo nicht so viel anfangen. Sanchez, Sinisterra, Vardy, Garner und ein Taida Aya. Spielernamen vielleicht diesmal nicht so prall. Dann haben wir Bazunu, Tarkowski, Michael Udis. Und Cesar Azpilicueta. Hiervon mal was Nummeriertes zu ziehen, Autogramme, ist ultra, ultra schwer. Dave, was hast du gestern, Philipp? Ich weiß es nicht mehr, es waren echt viele. Noch ein, also gestern. Nein, auch echt jetzt? Dinje, Malassia, Brandon Johnson, Field Level. Ruben Neves. Boah. Das ist doch die Erlösung. Wer hatte die Garnacho? Boah, ziemlich am Anfang jemand. Der hat sich dann zurückgelehnt nach der Karte. Ich weiß aber nicht mehr. Könnten die Schweizer gewesen sein. El Sido und... Oh, sonst Christian. Mhm. Kann auch Christian, ja. Torres als Pitchside. Den würde ich auch sofort nehmen. Das heißt, wir haben zwei Autogramme. Bedeutet, hier fehlt ein Jersey. Koulibaly. Jesus Isaac. Und das ist ein Manchester United Anthony Elanga. Wir haben ihn von Atletico in dem diesen gezogen. Stimmt, wir hatten, ja richtig, aus La Liga hatten wir den Torres Atletico. Welchen will man eher, den Ausbildungsclub oder den, wo er dann voll durchgeschlagen ist? Lieber Liverpool. Vogel macht unsere Karte nieder. Du aber Philipp, welche? Am Ende geht das klar. Das ist richtiger Torres, ja. Panini klebt die richtigen. Torres, Elangar, Azpilicueta und die eben genannten Numbers, Philipp. Ich glaube am Ende definitiv mit Torres alles in bester Ordnung. Den hatten wir gestern schon, ne? Mann. Brauche ich keinen Tod. Torres, oder? Torres hatten wir gestern, aber ich weiß nicht, ob als Pitch-Side. Kann okay. Sich da noch einer dran erinnern? Ja, sonst gucke ich eben in der Galerie. Ich habe die auch hochgeladen. EPL-Hits. Claudio, ich habe schon gesehen. Claudio, danke für deinen Einkauf. Du hast die Box für zu Hause bestellt, ne? Aber vielen, vielen Dank. Normales, meine ich auch. Das war nicht das Pitch-Side. Ich habe nicht mal ein Foto gemacht anscheinend. Hm. Vogel, Alter, nicht mal ein Foto gemacht. Wahnsinn, der Typ. Gian, jetzt bist du dran. Das ist also Top-Head, ne? Ja, habe ich. Vielen, vielen Dank, Claudio. Dürfte fast die letzte gewesen sein. Vorletzte, ich weiß es nicht. Das ist die letzte. Von Limited? Ne, ich rede ja mit Claudio. Ach so, du redest damit, ja. Aber da dürfte auch, ja. Vorletzte, zwei Stück müssen da gewesen. Tops UK hat eben die Karten der Krönung rausgehauen. Gibt vier verschiedene. Schreibt einer drunter, wo zur Hölle ist das Rookie-Logo? Karten der Krönung. Das haben die da hinten echt rausgebracht. Heute von. Ne, hat noch eine, ist noch drin, okay. Die 1 für Gian. Machen wir. So, dann ist das die achte und letzte Select. Wir können auch danach aufhören. Vogel geht pennen, genau. Julio Enciso. Avoni. Harvards. Eine Multicolor James Ward-Prowse und ein Equalizer-Insert zu 25 Manchester United. Anthony.
Das ist der erste Knaller. Dann haben wir Madison, Henderson, Anderson, eine Red Darwin Núñez, wunderschön in dem Match so, und Paqueta als Camo. Die gefällt Maximilian natürlich. Dann haben wir 1, 2, zack, zack. Moreno, Ødegaard, den Papst und wieder Liverpool, diesmal in Blau, Harvey Elliott plus Ruben Neves. Wem gehört die Box? Die Box gehört Top Hat Trading Cards. Ederson, Sanchez, James Justin, Scamacca und eine Camo Manchester United. Das sind die 199er Camos. Und Rashford. Moin Tauland. Hier hinten kommt eine White, hatten wir heute, glaube ich, noch gar nicht. De Gea, Sarmiento, Julian Alvarez, Field Level. Eine Red von Ruben Neves. Das ist eine Field Level White. Von Gabriel Jesus. 14 of 20. 14 von 20. Die sind schon sehr schick in Weiß. Kommt Liverpool nochmal in den Shop? Ja. Fabian, irgendwann Anfang der Woche. Wir haben jetzt heute relativ viel Sealed. Also, wir haben Sealed drin gehabt, aber ihr habt gewildert wie die Irren. Dann noch den Stream. Wir machen erstmal dann morgen. Übers Wochenende wird ja eh noch verkauft, Maupay, alle Pakete fertig und Montag geht's weiter. Firmino, Flynn, Downes und Bazunu. Dann Paqueta hinten schon wieder was, Dakar, Palinha. Jesse Lingard und es ist Nico Williams, Nottingham Forest. Ja, das ist wieder so eine Box, die bis dahin schon absolut annehmbar ist. Ja, die kann nur noch besser werden. Das ist definitiv Klopper. Man sieht es so. Ja, habt ihr noch Prison Basketball Blaster? Ja. Ich weiß nicht, ob aktuell welche im Shop sind oder ob die ausverkauft sind, aber wir haben noch Declan Rice, Tyler Adams, Phil Foden. Eine Mitrovic Multicolor und Alexander Isak. Kann mir jemand sagen, ob es in der Box Ward Prowse Auto gibt? Die Checklist kann ich das sagen. Also kommt nochmal Select in den Shop. Diese Premier League Select, Tauland. Ramsdale, Walker, Kamara, Onana und Boubacar Kamara Purple. Ja, genau, ja. Kommt. Auch Montag oder Dienstag. Gian, wenn wir hier durchgehen, Kamara, Williams, der weiße Wanderer als Gabriel Jesus verkleidet zu 20, Rashford, Paqueta und ein Equalizer Anthony Insat zu 25. Dann haben wir bei den Kloppern Nathan Pedersen, Jared Bowen, hinten ist es Ryan Christie. Hier ist was Purple. Wir haben mal was Nummeriertes. Und das ist ein Auto, hatten wir noch gar nicht, von Kiernan Drewsbury Hall. 31 of 49. Drewsbury Hall klingt, als wäre heute bei der Krönung dabei gewesen. Nee, Grabo, heute nicht mehr. Ne, heute, ne, genau, Vogel hat es gesagt, heute nicht mehr. Mitchell, Dyer, Michael Ulysse. Wo kam er denn her? Westminster Abbey, oder was meinst du? Oh,
Das glaube First Signer. Dieser, der ist ja heute vom Platz, weil er nichts hinbekommen hat. Aber Italiens Jugendnationalspieler Wilfried Nyonto. Als der im Hype war, der kam von Zürich, alle wollten Nyonto. Ich weiß nicht, ob der Hype noch aktuell ist, aber ich glaube, er hat einfach bisher so gut wie nichts unterschrieben. Von daher, ich würde sagen, First Signer Nyonto, oder? Hat den einer bei einem anderen Set schon mal gesehen? Ganz neue Sachen für Gian. Drewsbury Hall und Nyonto. Und ist immer noch jung. Ja, 100 pro. 21, oder? Watkins, Mark Gui, Adebario. Unten zu 10 Jersey. Was ist das denn für eine Box? Ja, aber wirklich auch erst seitdem Bielsa weg ist. Und daran sieht man, was Marcelo Bielsa für ein Weltklasse-Trainer ist. Das muss ich machen. Boah, guck dir den dicken Calvert-Lewin-Patch an. Da kommt dir die Naht aber entgegen, Junge. 4 of 10, Dominic Calvert-Lewin. Der war auch mal gehypt vor 2 Jahren, oder wann das losging? Calvert-Lewin? Ja, weil der in dem Jahr auch alles seine Tore gemacht hat. Perfekte Farbkombo, ja, stimmt. Das okay, Blau von Everton, das Gelb zu Gold, hast recht, Cerberus. Das ist schon sexy. Was eine verrückt, also verrückt in dem Sinne, dass wir diese Konstellation so, wir ziehen den ersten ever, glaube ich, Calvert-Lewin, in dem Fall sogar zu 10, dann Drewsbury Hall Auto hatten wir auf keinen Fall. Nee. Und dann Wilfried Nyonto. Für alle Serie A und Italy-Fans natürlich ein Schmankerl. Danke an Gian fürs Mitmachen. Danke an alle 8 oder 7. Maximilian hatte 2, die so spontan, so schnell rein sind. Ihr seid echt völlig gestört. Dann werden wir jetzt noch Timos Wunsch erfüllen. Und dann... Was mich auch schon wieder hart triggert, warum waren da 2 Waffen drin? Hm. In den letzten Warum fehlt, nicht? Weil es fehlt Stainglass am Ende. Ja, dann gleichzeitig haben die gestern gesagt, es gibt Case mit 2. Wir hatten gestern 2 mit 2 Artic. Ja. Dafür keine Visionary in einem. Ja, wahrscheinlich ja. Mal so. Ja. Ist natürlich ein bisschen scheiße, aber. Ist erst 19. Oh, ich rede hier von 21. 1 und 4, Timo, das machen wir. Habe ich noch die Abdeckkarte? Soll ich die eben holen? Nee, wir decken. Ja, die liegt da oben, ne? Ach ja, dann. Ich könnte es auch mit unserem E-Primo Abschlagsplan abdecken. Fake News, ja. Ich dachte wirklich, der 19 ist natürlich heftig. Macht die Karte umso besser, ne? So, Timo meint, wir sehen heute endlich mal eine gute. Also, ich glaube, das Case in dem Hitdraft hatte schon 4-5 annehmbare, ne? Sind wir uns einig. Aber Timo will heute den Next Step gehen, glaube ich. In 2 Boxen übrigens. Timo, ich drücke dir so sehr die Daumen. Danke für deinen jahrelangen Support. Ist das der Next Step? Das sieht mir irgendwie nicht nach Next Step aus. Den hatten wir nämlich auch im Case. Chai. Trenali, Paul Casey. Darf ich dir den einfach wieder da reinlegen, Timo? Aber jetzt muss es passieren, weil die letzte Chance, dass es passiert, muss man auch sagen. Ich sehe keine Nummerierung. Ich sehe nur ein Imperial Comms Officer. Katie O'Brien. Dieses Produkt ist so hart zu treffen. Timo, was sagen wir dazu? Versuch was wert? Können wir das so abhandeln? Alles gut, danke. Ich habe auch zu danken, Timo.
Wir schicken dir das genauso mit. Es tut mir leid, dass da der Hit nicht drin war, den du gesucht hast. Nächstes Mal vielleicht. Aber wenn man trifft, knallt es doch. Also, wenn es so ein Triple oder Quattro ist, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Es gibt natürlich auch noch. Also, wir haben gesehen, hier Mads Mikkelsen zu 5 war natürlich schon nah dran am Optimum, glaube ich. So. Dann haben wir das. Und wir haben die ganzen Dinger. Und wir haben eure Bestellungen von da. Das passt. Dann würde ich sagen, ist es jetzt soweit. Hier ist irgendwie total warm drin. Aber ich hole mir jetzt noch eine Flasche und dann geht's los. Wasser. Okay. Okay. Ich hole, glaube ich, weil das nicht ganz reichen wird, noch eben 130 PT. Sind die in der Küche noch oder haben wir die auch noch hier? Ja, dann nehmen wir die dafür. Ja. Irgendwie, ich wollte denen ja sowieso eine E-Mail schreiben, dass die mal liefern. Ja. Timo, danke. Habe ich da Kaltgetränke gehört? Ja, also wir haben gestartet. Das sind guten Abend. Kaltgetränke, ja, nur 1, 2, 3 Bier, ganz auf entspannt. Wir haben jetzt gerade 8 Boxen für Teilnehmer eben geöffnet, Select Premier League. Ich würde sagen, alles in allem ziemlich erfolgreich. Vor allen Dingen, wenn ich an die Haaland denke, die Maximilian mehr als verdient hatte. Und jetzt gibt es nur noch in Anführungsstrichen sei hier erwähnt, eine absolute Eskalation, aber man lebt auch nur einmal, ne? Ja, die ist aber nicht so teuer. Das stimmt. Aber Eskalation wird es trotzdem. Nächste Woche nochmal damit mein Vogel. Wir werden nächste Woche online kommen und ein Personal Full Case Serie A Score öffnen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal 2. Vogel gönnt sich nebenbei auch natürlich immer. Vogel, wie ihr wisst, wird in einem Enthusiasmus schreien, wenn was passiert, wie man es selten erlebt hat. Also, drückt uns die Daumen. Ich sag's ganz frei von der Leber. Ich habe heute lange überlegt, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist natürlich eine ganze dicke Stange Geld. Aber, nochmal, wir haben gerade die letzten Wochen unser Arbeitspensum, was schon auf einem echt hohen Niveau war. Ich will jetzt hier nicht, ich habe nicht gezählt, wir zählen keine Stunden. Wir rechnen unsere Arbeitsstunden auch nie irgendwie, ja, was würdest du entlohnen und Stundenlohn haben wir noch nie gemacht. Ist uns eigentlich egal, weil wir lieben, was wir tun. Aber wir haben das Niveau in den letzten 3-4 Wochen nochmal drastisch erhöht, was wir euch zu verdanken haben, weil wir
im Stream, wenn wir was online stellen, nach maximal 30 Minuten und das schon echt lang ausverkauft sind, wenn wir mittlerweile Sealed Boxen einstellen, ihr will, dass wir am Tag 60, 70 Pakete wegschleppen. Das ist alles dank euch. Und da hat man sich's dann auch verdient. Und unsere Entspannung und uns ja mal was gönnen, ist dann in dem Fall sowas hier, ne? Also gehen wir rein. Natürlich ist der absolute Chase ohne Wenn und Aber das, was Steini sich gestern geholt hat, das, was Maximilian hatte, würde ich nehmen. All das, was EBH auf sich stehen hat. Ich würde gerne sehen, aber auch durch euch weiß ich jetzt den Evan Ferguson, David Beckham, ohne Wenn und Aber, Garnacho, ja, so in die Richtung, oder? Und, also Vogel und ich gönnen uns wirklich sonst im Leben rein gar nichts. Wir fahren kein teures Auto, wir haben keine, Timo, danke für ein geschenktes Sub, kaufen keine teuren Klamotten, ich gönne meiner Tochter, aber ansonsten leben wir echt sehr, sehr Beistelltisch, genau, bescheiden. Jetzt das mit dem Büro ist der nächste Schritt auf in unserem Werdegang, auf der Karriereleiter, auch als Belohnung für unser Treiben, Geschäftstreiben und dann solche Dinge. Und natürlich, ihr seht uns oft solche Boxen öffnen, aber wir treffen auch relativ häufig sehr, sehr gut. Und es macht uns einfach Spaß. Das ist das Wichtigste. Wenn wir eine Personal-Karte ziehen, dann macht das einfach Bock und die bleibt bei uns. Habt ihr uns schon mal richtig dicke Klopper verkaufen sehen? Nein, das liegt daran, weil wir sie einfach gar nicht verkaufen. Die bleiben bei uns in der Sammlung. Und der ganze Rest wird verbulkt auf Ausrufezeichen eBay. Ihr wisst, wie es läuft. Ihr kennt uns ja, ihr schaut uns ja zu. Also, Vogel nebenan, ich hier, Full Case, Select, Premier League, auf geht's. Torres nehmen wir auch, Torres haben wir aus La Liga letzte Woche schon gezogen. Allerdings haben wir da kein Full Case für gebaut. Aber Leute, ich starte mit dem Zebra, das ist einfach schon jetzt geil. Revolution, ja, das kann man klären, aber nicht heute. Aber sonst kannst du uns irgendwie anschreiben, dann geht das auch mal im Break auf. Genau, Armin, wenn wir nächste Woche wieder online kommen und wir werden online kommen und du Bock hast, eine Revolution der NBA dann zu öffnen, dann kannst du in dem Stream oder am besten vor dem Stream kurz Bescheid geben und dann machen wir das fit für den Stream. Heute nicht mehr, Dustin, danke für 500 Bits. Heute nicht mehr, aber ja, dann definitiv gar kein Problem. Und Leute, wir werden alles, was nicht für uns ist, auf eBay ballern. Vogel, ich starte mit dem Zebra. Ich bin jetzt schon erstmal Zebra-mäßig merkt, weil aktuelles Boxprojekt alles ausverkauft. Ja, das stimmt, Armin, ist richtig. Produktgewinn. Christensen. Kelly. Grealish Field Level. Eine Luca Digne. Ist das ein Field Level Zebra? Oh, da weiß ich. Das ist ein Trade. Haaland gegen Becker. Zu 25 Liverpool Alisson Becker Zebra. 25, die ist schon geil. Einfach weil der Spieler ziemlich nice ist. Hab ich noch Regular genug? Nee. Das musst du, glaube ich, schon machen. Warum? Das ist, glaube ich, ein Visionary. Vogel, erst Pack Visionary. Ja. Sollen wir? Weil die ist mittig. Warte, wir kontrollieren das. Vom Style her. Ja, Vogel zieht im ersten eine Visionary. Aber passt auf, wir machen es mal so. Alle Vollballermänner leg ich uns. Wie kriegen wir das hin, dass ich es nicht verkacke? Ich muss ja oben hinlegen. Leg ich uns hier irgendwo an den Rand vielleicht? Fürs komplette Ende alle Vollballermänner rauslegen. Kannst du es auch aufmachen, Jesus, Leute. Vogel will jetzt. Dann, also so am Ende der Box dann. Ja, ja deine Box dann. Ne? Ja. Okay, dann legen wir es hin. Aber lasst mich noch ganz kurz eben. Aber geiler Start. Visionary in deiner ersten und Zebra Becker. Also jetzt schon mal gut. Man hat ja schon auch Druck. Nicht so, dass ich jetzt direkt auf den Pott müsste und eine Wurst mir aus dem After fällt, aber Druck.
Klopper. Vogel, ich sag dir so viel. Klopper. Klopper habe ich schon. Klopper süß. Ja. Aus Druck entstehen Diamanten. Oh, das ist Wahnsinn. Wahnsinnig gut, ja. Eric Dyer. Moreno. Ups. Da ist die Alisson Becker in der Field-Level-Variante, wo wir das Zebra haben. Havertz Kai als Field-Level-Silver. Und Matheus Nunes. Ziel für heute, die 5 Top-Hits bestehen nur aus verschiedenen Haaland-Hits. Hätte ich nichts gegen, Jens, sage ich dir. 1-0. Vogel. Oh, Vogel. Field-Level Garnacho-Rookie zu 99. Einzige, was mich bei Vogel echt absolut nervt, ist, dass er... Das ist richtig so. Personal Collection. Wir haben ja von ihm eine Prism Rookie zu 15 gezogen. Wir ergänzen Select. Boah, das ist schon jetzt richtig gut, ne? Das macht jetzt schon Spaß. Grateful Cards, guten Abend. Das ist jetzt schon geil. Ich leg den mal auf Alis Sohn. Was ist hier? Ich glaube, das hatten wir. Nico Williams, Michael Ulis, KDB, Bruno Guimarães Rookie und das ist Gui. Bessere Werbung gibt's nicht. Ich will, aber... Vogel holt den nächsten ran. 2 of 10. Mezzanine, Anthony Elanga, eBay, weil nicht Personal Collection. Ich glaube, wenn der von Manchester United geht, explodiert der woanders. Aber Ten Hag lässt ihn aktuell nicht. Der war mal gut drauf. Ja. Der war richtig, der ist stark, der ist auch ein guter Pressing-Spieler. Ja. Vogel aus der Ecke raus wieder, ne? Garnacho, ich habe die jetzt nicht getrennt nach unsere und sollen wir Personal Collection, wäre eigentlich noch geiler. Ich habe bis jetzt nur eine. Ich nehme Personal Collection raus, das ist eBay, aber wir machen dann das. Ich gar nicht wie hier, Romeo, Lavia, da kann man, muss man nicht. Nee, den Lavia fangen wir nicht mit an, dann haben wir am Ende wieder zu viel vor. Guimarães, Doucouré, aha, er lässt sich blicken, Evan Ferguson. Heben wir den einfach mal auf? Den kann man aufheben, ja. Auf den habe ich eigentlich auch Bock, den aufzuheben. Und Stürmer. Genau, Forward, Stürmer, gefragt und trifft. Ja. Ist unser Beuteschema, Vogel. Richtig. Das heißt, Evan Ferguson, ich kann zwar mit Vogels da nicht mithalten, aber ich lege ihn dahin. Vogel vom oberen Seil. Vogel macht den Vogel und ich bin Ashley Young unten. Hugo Lloris. Luis Sinisterra, Joachim Andersen, Chaik Doucouré und ein 135er Jet Spence. Da müssen wir eben hier ein bisschen Platz schaffen. War Vogel deine Box, ne? Die war gut. Noch kein Klopper raus. Vogel zieht eine zu 10 Elanga und eine Visionary. Moin, habt ihr nächste Woche Panini Select Premier League Boxen zum Verkauf für den Break? Das ist doch Select Premier League One Piecer. Ja, oder meinst du das so einfach generell nächste Woche wieder? Ja. Dann kann ich dir das beantworten mit ja. Caicedo, Phillips, Joel Linton und Dominic Solanka. Noch kein Haaland. Aber Garnacho. Die Lamberts gebe ich dir an die zum Top. Ja, du hast mir schon zwei gegeben und die waren ja, das andere war nur 10 und Garnacho. Jetzt ist Sarmiento, Brighton Hove in Albion. Joachim Anders will so. Dann Robert Sanchez, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Alexis McAllister Red und ich habe Matheus Nunes, Wolverhampton. Leute, dieser Nunes, wie alt ist der Kerl? Wolverhampton, guck mal bitte. Matheus Nunes. Und ist der fest verpflichtet oder kommt der irgendwo von Sporting oder sowas? Select Serie A wird nächste Woche wahrscheinlich noch nichts, oder? Ja, wahrscheinlich soll ja rauskommen, aber nee. Redemption im ersten direkt. Ekelhaft. Soll ja rauskommen.
Aber ist ja dann auch Messe und so. Also ich nehme mal an, bei uns dann erst nach der Messe. Wilson, Rodri, ein Blue, Gabriel und der Kulusevski. Und dann hinten noch eine weiße, glaube ich. Eberechi, Eze, Kulusevski, Bamford. Oh ja. Ja, die bleibt auch bei uns. 17 von 20, Bukayo Saka. Oh, die Numbers liefen aber stark. Ne? Garnacho, Elanga, Bukayo. Vogel liefert noch ein Hickey. Ach, die bleibt bei uns. Also kommt die erstmal hier hin. Oh, ich muss das so und dann irgendwie so und so. Und so. Vogel, nimm dir doch Toploader. Harrison Reed. Das ist PC, aber die muss nicht Toploaden. Alvarez ist PC, Mitoma ist PC und Enciso. Ja, die können wir erstmal alle aufnehmen. Ja, die kommen so in der Masse. Leute, wir starten mit den Kloppern, aber ich sag euch jetzt schon, das war für zwei Boxen richtig, richtig stark. Da liegt eine Visionary, die kommt gleich. Alvarez, Mitoma, Enciso, eine White Bukayo zu 20, Ferguson und ein Garnacho Field Level zu 99. Was ein Anfang. Ich starte mal mit dem wahrscheinlich vermeintlich schlechtesten, das ist die Redemption. Amadou Onana, Scamacca, Flynn Downs. Pitch Side immerhin, ja. Aber weder Gold noch irgendwas. Dwight York. Das geht klar. Ja. Den nehmen wir. Ich weiß nicht, ob ich ihn am Ende behalte, aber wenn ich ihn nicht behalte, verkaufe ich, glaube ich, als Redemption auf eBay, oder? Macht, also ganz ehrlich, wenn ich einlöse, dann schickt mir das Panini, dann zahle ich garantiert für FedEx 20 Euro, um sie dann auf eBay zu verkaufen. Da verkaufe ich doch lieber die Redemption, oder? Wie seht ihr das? Aber ist eine gute Redemption. Nehme ich. Vogel fängt da an. Denkt dran, aus Vogels Box kommt die Visionary, die wir gleich zeigen. Bruno. Dann mein... Oder du nimmst 200 Punkte, das ist auch nicht schlecht, ja, stimmt. Unstoppable Mason Mount. De Bruyne, Kevin. Nicht so oft gefühlt gesehen. City Relics. Wir hatten ihn gestern zweimal als Auto, aber ja, Relic. Genau. Ja. Bruno und De Bruyne. Nehmen wir. Sehr zufriedenstellende ersten zwei. Vogel nagelt von der Seite. Im Liverpool-Trikot? Mhm. Sehr geil. Ja, definitiv. Robbie Fowler nicht bei Leeds, sondern bei Liverpool. Meine absolute erste Wahl. Also, wenn ich mir auswählen würde, hätte ich immer den hier genommen. Und das ist doch auch hier. War das nicht auch so einer? Ja, den haben wir doch gerade ausgelegt. Ja. Und Vogel, Field Level Evan Ferguson. Brauche ich Toploaden, aber gesellt sich in unsere neue, durch euch bekannt gewordene Evan Ferguson Sammlung. Fowler müssen wir mal gucken, ob wir den haben. Fowler könnten wir schon haben, ja. Nketiah, Ederson, hinten Fabinho, Unstoppable. Und Claude Makelele. Nochmal Legend. Aber das ist so einer gefühlt, den ich nicht für unsere Pizza. Nee, den brauchen wir nicht aufheben, aber ja. Trotzdem okay. Das ist echt ein gutes erstes Vogel. Jetzt darf er noch von der Seite. Da er ja nicht redet, gucke ich mit. Falls es Eskalationsmodus gibt. Sowas, ne? Pitch-Side auf jeden Fall. Wieder ein Legend.
Graham Souness? Nee, Phil Thompson, Liverpool. Da, die kann, glaube ich, weg. Der oder? Ist neu. Ja. Sagt mir nichts. Den hatten wir gestern nicht. Phil Thompson. Wer ist denn Phil Thompson? Das muss Max uns sagen. Ja, ja, Legends sind immer gut, finde ich auch. Ja, musst du noch schauen, was geht. 340 Spiele für Liverpool, ist nicht wenig. Okay, wir trennen das mal eben. Machen hier dann die Autos. Ich mache mir so Stapel, die ich mir hier so hinlege, um euch am Ende vielleicht zu versuchen, Gesamtübersicht zu geben. Hier kommen die Autos hin. Da kommen die Jerseys hin. Da kommt das hin und ich mach's einfach jetzt. Wenn die Max überhaupt passt. Quasi der deutsche Ramelow. Haben wir eben nicht. Stimmt. Das ist direkt hier. Ja. Ach, du hast eine Karte. Ja, ja. Das ist eine Julio in Ciso Multicolor, die bleibt bei uns. Marquinhos. Da kennen wir einen, der die haben möchte. Ist nicht schlecht. Ey, ja, aber das passt wieder nicht, diese Drecksmacks. Das sind dann die Max, ja. Kann, gib den, ich werf den direkt in den Müll. Ja, dann maken wir heute nicht mehr. Probier immer wieder den nächsten, bis welche kommen, die wieder passen. Und nochmal Personal Collection. Was sagt ihr zu Gift Emanuel Orban? What? Kenn ich nicht. Okay. Der wird's nicht. Ich tu den direkt in Müll. Maximilian, Tausch? Mal gucken, ob die nicht numbered ist. Ey, das war richtig gut. Casey gegen Casey. Ja, hab ich nicht auf dem Schirm. Ne? Hab ich auch noch nie gehört. Personal Collection. Torres. Torres Auto oder was? Du bist kein Darwin-Fan. Es war ja ein Versuch wert. So ein junger Nigel, der gerade die belgische Liga zerbombt. Wie heißt der? Ich habe den Namen nicht mehr gelesen. Gift Emanuel Orban. Noch nie gehört. Ich habe nur gehört, Bayern will diesen ganz jungen 17-jährigen Australier. Einwanderer aus Äthiopien oder so. 20 Jahre. Willst du? Ja, also wir werden sie nicht behalten, den Darwin. Aber wir haben natürlich ein paar Jünger, und ich sag euch ganz ehrlich, mir wäre es am liebsten, ich weiß, zum Beispiel, deswegen habe ich Maximilian gefragt, Maximilian ist großer Liverpool-Fan, wir sind Haaland-Fan, es wäre natürlich ein Gedanke gewesen, aber... Ja, MC Barber gibt es ja auch noch. Genau, zur Not fällt uns schon irgendwas ein. Mondi, Kastanie, Bailey, Watkins und Hoengmin Son Kamu. 10 Spiele, 9 Boden, 2 Assists, der Gift, das ist nicht schlecht. Aber starke erste 2, ne? Die waren gut. Digne, Malassia, Pulisic, Blue, Kulusevski und Ruben Neves. Schießen kann der. Klopper. Hinten Pink. Batsunu. Tarkowski. Fofana. Patson Daka. Oh ja. Julian. Rookie. 99. Oh, wieder eine gute.
Packen wir mal in unsere. Alle sind meilenweit entfernt von Haaland. Alle. Anthony, Mount, Vardy, Beistelltisch, Rookie als Silver. Der Stapel wächst aber schnell, sage ich euch. Ja, auch ein bisschen. Und der wächst noch schneller, weil Vogel von der Seite Martinelli reindrückt. Field Level Martinelli in Rot. Rot unnumbered, aber ach, will ich so nicht. Brauchst nicht toppen. Soll ich unsere nicht top lohnen? Nee, ich pack die mal eh dann wieder in Ordner, um okay. Sie rausholen. Nur numbered. Okay, das dann ab jetzt auch top lohne ich die dann auch nicht mehr. Tavernier, Jesus, Salah Field Level, eine Red Malassia und ein Field Level Rashford. Dann soll ich denn die Top loan, die dann auf eBay gehen? Mhm, die ja. Wir versuchen natürlich erstmal das Set zu sortieren, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob Haaland da drunter gehört, da müsstest du den ja schon mal zweimal ziehen. Aber Vogel liefert James Justin, Leicester 75. Beistelltisch ist richtig, richtig gut, Hülsen, ja. Hinten weiß ich noch nicht. Aribo, James, Zemura, Paqueta, Havertz Kai zu 75. Nach James Justin von Vogel kommt bei mir Kai Havertz. Botman, Koulibaly, Greenwood, Jamie Vardy Red und Alex Isak. Ich würde mal sagen, André, alles was Isak ist und nicht irgendwie ausnahms super low ist oder so, gebe ich einfach dir, ne? Du hast ja da irgendwas von Isak. Mhm. Hier ist Harry Potter zu 99. PC. Und Vogel nagelt für die PC nach Carvalho und Garnacho. Oh Mann, ey. Redemption. Das ist die zweite bei mir in der zweiten Box. Hinten Gold ist geil. Aber Redemption fuckt mich ab. Es sei denn, es ist Dwight York, aber der wird wohl nicht zweimal kommen. Und bessere Redemptions als Dwight York gibt's leider nicht. Polly, Köller Alaf, danke dir. Bernd Leno, Louis Cook, Raheem Sterling, Luis Diaz, Red of Red Field Level und ein Unstoppable Erling. Schon mal schön. Achso, da sagst du nicht. Nee. Unstoppable Hurling. Hurling. Hurling ist geil. Hurricane hat glaube ich auch Redemption. Mit dem würde ich nehmen. Aber generell stört es mich jetzt, dass ich zwei Boxen habe mit zwei Redemptions. Und dass die Karten so rutschig sind. Stört mich auch. Mhm. Schon zu hoch. Hä? Ich sag, der Haufen ist schon zu hoch. Ich glaube, ich starte. Wo ist denn die Redemption? Die hier, oder? Moin, Leo. Hurling Arland. Carvalho. Aber den heben wir uns. Vogel, den machen wir nicht immer wieder, oder? Vogel? Nee. Einmal reicht, ja. Vogel liefert auf jeden Fall heute. Mal wieder. Still und leise. Also ich kann doch daneben sitzen. Select Signatures Premier League, also Standard, ne? Crescencio Somerville, den hatten wir gestern auch schon. Ja, das ist der von Leeds. Ganz schlecht, ne? Ja, scheint gut zu sein, aber will ich nicht. eBay. Achtet, was Vogel geliefert hat. Klammheimlich von der Seite. Wunderschön. Hm? Den werde ich, egal was er sagt, umsleeven. Und in den Backpack. Ja, er muss. Ist ein anderer.
Na, da muss ich ja jetzt mit meiner zu 10 nachlegen, oder? Den behalte ich mal im Auge, soll bei Dortmund für den Sommer auf dem Zettel stehen. Crescencio Summerville. Also direkt einlösen. Bei Dortmund steht aber immer so viel auf dem Zettel. Multicolor kommt hier. Von Maxwell Cornet. Ach, du bist bei der Gold schon. Oh ne, James Tarkowski. Tactics, Junge. Tarkowski zu 10, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Da kann ich mich auch nicht über eine zu 10 freuen, was soll ich damit? Ja, eBay und hoffen, 5er zu liegen. Ja, da kann ich dann Tactics drauf bieten. Bist du soweit? Nee, nee. Ich lass mich, du kannst einfach weitermachen mit Boxen. Ich lass mir Zeit, dann kannst du mehr machen im Spiel. Virgil van Dijk. Da ist nochmal ein Garnacho, da müssen wir uns überlegen, was wir mit mehreren Garnachos machen. Erstmal aufheben. Die kann man zur Not auch mal zum Grading schicken. Das ist Darren Bent. Da habe ich eben schon gesagt, da kann ich relativ, klar, Legende, viele Tore, Premier League, lange gespielt, weiß ich alles. Aber Bent. Den packen wir da hin. Den packen wir da hin. Aber wir haben wieder gute Dinger dabei. Ich gebe den schon mal rüber. Vorgeliefert für unsere ganzen Chelsea-Jünger eine Zebra Reece James. Haaland für den wolltest du doch, Tino? Wolltest du eine Road to Istanbul? Aber das sind am Anfang jetzt eh Preise, Haaland, die man nicht zahlen kann. Den wolltest du doch, Tino. Darin, boah. Was ist das denn? Darin. Ja, das ist so ein Insert. Oh, mit Autogramm drauf sogar. Ja, Dom, der ist Dom. Gut. Wer hat den gezogen? Dom Dom, noch nie gehört. Brutale Karte. Kenne ich auch nicht. Ey, aus dem Set trocken heute Sachen. Ja, das ist gar nicht so teuer, Belli, ich weiß. Haaland ist nicht allzu teuer. Die nee. Autos von Haaland fallen auf den Markt, was erstmal gut ist. Aber macht auch Sinn, weil es werden ja immer mehr. Michael Olise. Das war ja klar, dass die da... Oh, hier kommt irgendwas nummeriertes. Ich weiß nicht wie. Christian Eriksen, Manchester United, 1 von 49 Jersey. Ja, United geht immer. Auto Haaland fallen, Lohner mal gehen steil hoch. Ja, genau. Standarddinger auf den Markt fallen. Sobald du eine nummeriert hast, bist du reich. Aber wir haben noch gar keine ausgelegt. Das ist dieses. Artistik-Ding. Du lässt auch nichts über, ne? Du zeigst sie doch, ich hab sie selber noch nicht gesehen. Die ist da direkt hinter. Vogel hat schon wieder Case. Ich meine, es kam oder eine Black, aber ist glaube ich dieser Artistik. Also Vogel macht zweite Box. Zweite Case nach Visionary. Ne, was war das? Darwin doch. Oh. Und hier nach. Wo ist er hin? Julian, nee, das war meiner. Tie-Dye Julian Alvarez. Zebra Haaland für 1,7. Das fällt sowieso jetzt erstmal alles. Wer am Anfang kauft, ist. Ich würde niemals jetzt Karten kaufen, Sergio. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Immer warten. Ich mach's nicht in einem Mac. Nee. Also klar, wir müssen sie aussortieren. Kannst es einfach probieren, bis du wieder hast, welche die passen. Ist die jetzt ganz hinten oder was ist jetzt? Ist das jetzt die oder? Ich weiß nicht, wo du die hingepackt hast. Meine waren die direkt davor. Ist das die? Die. Harry Kane. James Ward-Prowse. Oh, ne. Richarlison. Ja, aber es gibt halt viele. Ja. Kann ja nicht jeder Haaland ziehen. Ja. Aber ist der zweite. Richarlison und Darwin. Warte mal, der kommt hier oben hin. Der kommt hier hin. Das kommt da hin. Das ist gut. Okay, ja. Arsenal, wunderschöne Unterschrift, ne? Seaman. Boah, Pickford wäre richtig schlimm.
Also dann aber lieber Richarlison. David Seaman. Weil ich packe das erstmal alles rüber. Wir gucken uns das am Ende an. Der kommt auf die Autos, der kommt auf die Memorabilia. Heute für 40 gekauft, den Seaman. Aber ist 40 US-Dollar oder was soll das bedeuten? Ich baller das sowieso auf eBay. Ist mir egal. Auktion und gib ihn. Euro. Wie vorgesagt, 4,99 € Startpreis eBay. Der Markt entscheidet dann, wie teuer das wird. Ich sag immer wieder Arjen Robben. Es gibt gute und schlechte Beispiele. Ja. Hauen wir ab nochmal. Cash Boatman. Mbeumo. Multicolor Lloyd Kelly. Und Bruno. Aber die Haarland ist schön. Ne? Dieses Ticket. Ja, zu 25, ja. Ja, Tops ballert da auch echt viele raus. Und das sind ja nicht mal alle. Ja. Die Black Icy heute. Stimmt, war zu auch 10. Aus dem Set, ja. Also 10, 5, 1, ja. 16, 25, 10, 5, 1. Dann, sind da, dann ja. sind da wieder locker 60 Haaland-Autogramme. Lodi. Dass der deutsche Markt auf jeden Fall anders ist als der amerikanische. Genau. Das hat der Robben-Preis. Man darf nicht immer den eBay-Com-Preis als Comp nehmen und sagen, ja, das ist aber so. Das ist manchmal dann doch ein bisschen anders. Vogel! Viel Level Haaland, Junge! Sauber. Zu wie viel? 199, ja, aber. Haaland, ja. Mehr. Viel Level, ja! Diese Pose auch, ne? Alter, das ist richtig, richtig korrekt, ne? Da haben wir gerade drüber gesprochen. Nummerierte Haaland. Silvio. Field Level nummerierte Haaland. Lotte, was ist denn das da für ein verkümmerter Feuerball? Es gab das. Ne, darf man nicht außer. Du lebst in Amerika. Ja, alles andere kannst du nicht machen. Mhm. Ja, ja, du. Du bist sowieso. Upper Class, from the Hills. Das sind die Schönen und Reichen. Du hättest dir 30 Robbens kaufen können und dann hier richtig absauen können. Ein Haaland für mich, der Junge, du. Du hast doch eine 1 zu 10, oder? Da ist doch schon. Chipak Tony Nabend. 10 ist schon so richtig dran. 10 ist richtig heftig, ja. Leute, gibt es für einen Spieler und alle nicht Haaland taugen nichts? Leute, gibt es für euch nur einen Spieler und alle Nicht-Haalande taugen nichts? Better Call Beetlejuice, ich glaube, du hast das Prinzip von uns noch nicht verstanden, was wir hier gerade machen. Überdenke das und dann kannst du nochmal schreiben. Aber ansonsten danke für deine erste Nachricht bei uns. Herzlich willkommen, David, Louis Potter, John McGinn, Vogel, zweite Unstoppable. Was machen wir mit zwei davon? Behalten, ist Haaland. Alles behalten. Sterling, Chelsea. Eine nehme ich, wirklich, ich schwöre. Aber wir behalten alle Haalands, wie Vogel schon sagt. TTC sammelt eigentlich nur Nigel Spackmann. Alles außer Haaland ist Bruch. Was ist denn euer Prinzip, da ich ja nicht selber drauf komme? Nein, das ist ja nicht heute unser Prinzip, aber immer. Unser wir sammeln Haaland Salzburg, als die Fehler noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Genau, ja, eben. Ja, wir haben den ja schon in so. Norwegen quasi gesehen und wussten, er ist es. Wir sammeln den von Anfang an und unsere Main-PC ist Haaland. Hinzu kommt Bellingham und natürlich so damals die Dortmund Boys mit Sancho Reina, aber der liegt natürlich an der Entwicklung. Und natürlich gibt es auch andere, aber willst du uns jetzt vorwerfen, dass wir in einem Case, was 4.000 Euro kostet, wir uns darüber freuen, dass wir dann Haaland-Karten für unsere PCs ziehen? Natürlich gibt es andere, aber für uns ist der größte Thrill heute, hier Haalands rauszuziehen, um ein gewisses finanzielles Risiko, was wir eingehen, auch wieder reinzuholen. Erstens müsste ich dir das aber gar nicht erklären und zweitens verstehe ich nicht, guck uns doch einfach ein bisschen länger zu, bevor du so eine Gülle in den Chat schreibst. Also ich verstehe deinen Ansatz nicht. Ob man Haaland oder Pickford sammelt, ja, am eben. Ende freut sich der. Ja, da kommt seine da Karte. Kommt's. Und wenn ich jetzt hier. Könnt auch hier Ronaldo.
mit der komischen Frisur sammeln. Das geht ja nicht um den Spieler per se. Wie weit seid ihr mit dem Case? Quatsch, ich freue mich doch mit euch. Ja, aber okay, dann verstehe ich die Nachricht nicht. Die Nachricht klang ganz schön so. So. So klang die. Aber ich freue mich, dass du das schreibst. Das relativiert vieles, was du da gerade schreibst. Wie seid ihr denn mit dem Case? Box 5. Ja. Erstmal graden und dann die 10er behalten. So ist es. Haben wir jetzt ja, waren ja ein paar 10er. Haaland. Jetzt freue ich mich nicht mehr über Haaland. Danke. Better Call Beetlejuice. Reece James. Daniel James. Für mich gibt es nur Kevin De Bruyne. Ja, siehst du, so hat jeder seine Favoriten. Und wir sammeln auch nicht nur Haaland. Das wisst ihr aber. Also zumindest die, die uns folgen. Und da fehlte ein Trikotstück. Unten hatten sie nicht mehr. Ja. Da ist der Lappen ausgegangen bei Bukayo. Das ist kein Weiß, das ist der Karton. Für mich Henning Matriciani. Zum Thema Haaland und Bellingham habt ihr mein Mail gesendet. Heute ziehe ich durch, muss mich hier voll und ganz aufs Wesentliche konzentrieren, Belly. Warte mal. Die packe ich mal da drauf. Passt das noch, ohne dass es kippt und ein Inferno entsteht? Ja. Ja, das kann ja auch sein, wenn er neu ist und zuguckt. Ja, aber ich finde, wenn du neu bist und zuguckst, dann sollte man die Nachricht nicht so formulieren. Man kann eine Nachricht formulieren und man kann das sogar auch hinterfragen, aber nicht so. Und dann ist das auch okay. Was ich nicht mag, so im ersten Eindruck, es zählt ja oft der erste Eindruck und das war ja kein guter erster Eindruck. Gibt es eigentlich ein YouTube-Video, wo ihr Schließfachkarten einmal gezeigt habt? Haben wir ja, Grabo. Mhm. Mikel Antonio, Alex Iwobi und Ruben Dias. Ja. Hasbi-Auto aktuell bei 11k. Ja, ist das gestört? Das verstehe ich zum Beispiel wieder nicht. Hasbulla, Junge. So ein, dass der so viel Wert erzielt. Soll ich euch mal sagen, was ich nicht verstehen würde, wenn ich jetzt in der dritten Box die dritte Redemption ziehe? Das würde ich nicht verstehen. Ja, Hasbulla-Dinger gehen wie bescheuert. Für mich nur Bruno da bei dir, der sich gut mit den Spielern versteht. Virgil van Dijk, Mitrovic, Beistelltisch, diesmal als Standard. Wir haben eine Blue, Jacob Ramsey und Ruben Neves. Die zu 10 für was geht die dann? One of one, haha. Henning geht bald zu City, wenn Laporte in Rente geht. Der bleibt bei uns. Saint-Maximin, Sterling, Kilman, Sekumara und es geht so weiter. Tie-Dye Darwin, 49, läuft echt gut. Ne? Das sind einfach auch die richtigen Spieler für die Nummerierten, das muss man echt sagen. Wir hatten eben die Darwin Visionary, Vogel im ersten. Der lief richtig gut, ja. Hasbulla Chase, selten so erfolgreich gewesen. Jorginho, keine Karte von ihm. Aber Harry Kane. Die du so verkauft hast, hat sich auch keiner gemeldet, eine Hasbulla gezogen, ne? Ich glaube nicht. Wir haben darüber diskutiert. Ist anscheinend super da. Rasmus Christensen, 99er Leeds. Da kauft er selber alle vom Markt weg, denke ich. Hasbulla oder wer? Ich meine, er hat ja zahlungskräftige Kollegen mit Hamzat und wie sie nicht alle heißen. Mir fehlt noch ein Klopper. Denkt ihr, ihr kommt am Ende besser als 50%? Na, Mann, wir rechnen eher immer so mit 30% Schala. Am Ende. Ein Field Level Garnacho. Ein Red Field Level Foden. Und den haben wir schon weggelegt, ne? Mhm. Der bleibt bei uns. Unser PC-Stapel ist echt schon saftig. Und auch die auf eBay gehen können, passen. Das könnte bisher, wir rechnen mit 30, aber es könnte mehr sein. Ich hoffe, hier ist ein Klopper drin. Red Isaac Field Level. So. Ja, zeigen wir die einmal, damit. Für Modder.
Ja, so rum, ey. Dann muss ich die so. Aber die 30% dann exclusive PC oder so. Ich sag mal, alles das, was wir dann noch verkaufen. Genau. Ja, PC. PC legen wir einfach so weg, die ja. wird gar nicht eingerechnet und ja. dann 30%. Hier. Field Level Red Alex Isaac. Das ist doch einer von den PC. Das ist Future NC so. Ja. Nach und nach Pristine Collectibles sortieren wir da aus, weil entweder man zieht mal was Besseres, niedriger nummeriertes, schöneres. Kommt immer auf die Spiele an. Oder es gibt so einen Hype, dass du einfach verkaufen musst, weil die Preise so durch die Decke gehen von irgendwelchen Jungspielern. Kommt wieder was Nummeriertes. Oh. Anthony Bruno Number Dual Swatch Manchester United. Number 49. Sonst wir hatten schon Manchester United zu 49 Eriks. Ja, ich würde mal sagen, Hasby kommt aus einer harten Gegend da unten, oder? Leno, Lewis Cook. Jamie Vardy, Michael Ulisse. Junge, 3 Millionen Ast. Oh, der hat unterschrieben. Connor Gallagher, Pitchside Signature. Hm, sagt schon. Also. Der spielt auf jeden Fall englische Nationalmannschaft ja, und andauernd bei Chelsea. Also schlecht kann der nicht sein. Vor allem das erste Mal. Das stimmt. Aber City. Ja, bei Beistelltisch müssen wir mal gucken. Ja, ja, pack erstmal dazu. Ja, habe ich auch gelesen. Aber wie gesagt, alle immer irgendwie beim BVB. Heute erst geknipst für Chelsea. Marktwert, Marktwert. Coutinho, Isak, Christy. Und Harry Kuehl. Der ist auf jeden Fall extrem häufig vertreten. Den hatten wir gestern schon ein paar Mal. Leeds und was weiß ich was. Irgendwie merkt man viel Unterschied bei einem und zu einem Base. Ja, ja, stimmt, der geile Mo. Wo wir es eben extrem gesehen haben, war bei der 10. Wo Cerberus geschrieben hat, Color Match, diese Gold, Blue. Das war schon geil, aber ansonsten bin ich ganz bei dir. Da könnte man schon ein bisschen mehr einarbeiten für ein nummeriertes Jersey im Gegensatz zu so einem Base. Das ist jetzt schon PC hier alles. Also, ob das dann am Ende ist, Garnacho, guck mal, den hier dann zweimal würde ich sagen, nicht. Haaland sowieso, auch wenn es. Auch wenn es einige hinterfragen. Garnacho, Carvalho, Martinelli, Beistelltisch Silva, Enciso Multicolor, Enciso Mitoma, Alvarez. Der ist bisher der geilste. Kannst sagen, was du willst. Für uns hier. Was fehlt, ist das Auto von ihm. Aber wir haben noch. Ich weiß nicht, Vogel ist bei Box 6 da drüben. Das heißt, halbes Case ist jetzt auf. Aber gefühlt gut, oder? Voll gut. Spieler passen auf jeden Fall. Ja, mega gut. Wir haben Robert Garnacho Field Level so. Garnacho so. Garnacho nochmal so. Garnacho. Achso, Julian Alvarez so. Zu 99 und Julian Alvarez Tie-Dye zu 49, genau. Field Level. Wenn ihr den loswerden wollt, gerne melden. Passt gut zu meinem. Ja, also bei uns, weil es einfacher ist und nicht, weil wir euch da ausschließen wollen, wird das meiste einfach auf eBay landen. Robert? Ja, auch PC.
Aber in dem Fall bleibt ihr sowieso bei uns. Richarlison, Aradebiyo, Kilman. Jetzt mach doch mal ein Haaland oder Stenglas, ja echt. Den hat Tone heute geballert, den würde ich auch nehmen. Senesi ist wieder Haaland, Base, Reece James, Jared Bowen. Und das ist wieder Matheus Nunes. Isaac, viel Level Bs. Stained Glass. Muss ich das wieder switchen hier? Ich glaube. Achso, ja. Tie-Dye Jamie Vardy kommt vor Vogel. Ist das angefangene nee. Case von gestern das noch ist verfügbar? Eben aufgegangen vorher. Das haben die eben gekillt, die Jungs. Eigentlich wollte ich ja nur 6 einstellen, hat nicht geklappt. So rum. Das sieht irgendwie blau aus, Brighton Hove oder so. Und war noch was Nices. Oh, da kamen schon noch ein paar richtig gute Sachen raus. Vor allen Dingen Maximilian hat geballert, was. Haaland Case Hit, ne? Ja, Haaland Artistic Case. Impression ja. Insert Case Hit, ja. Nunes, Salah, Antonio, Bruno Guimarães Rot und eine He Chang Wang. Equalizer. Ich würde es feiern, den Vogel heimlich wieder zurückfliegen. Ich, wenn ich es auf eBay einstelle. Jedes Mal. Jaden Anthony. Klopper, Klopper. Hinten Tie-Dye. Van Dijk. Peters. Beistelltisch. Soll ich Beistelltisch immer noch auf unseren Stapel legen? Skamaka. So sieht das dann irgendwann aus. Und Kyle Walker. Tie-Dye 49. Falsches Tippisch. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass HSL bei euch kommt. Ich drücke euch die Daumen. Also ist nichts gegen dieses Video, aber auch so Gefühle. Ich gebe auf Gefühle nichts. Generell. In Haaland waren wir. In allen Lebenslagen sind mir Gefühle egal. Oh ja, ja. Klopper, Klopper, Gold. Wollen wir mal Platz machen hier. Hoffnung. Hoffnung ist ein schönes Wort. Cavallio, Cash, Saka. Ein Blue von Dortmund. Nee, doch nicht. Pedro Neto. Und Isak. Isak. Mitrovic heißt der Typ. Gefühlt aber, ja, vom Gefühl her ist hier noch ein Dicker drin. Ja, Vogel macht 4 Kilo Herz aus Stein. Ja, klingt hart, aber manchmal ist das so. Hart erarbeitet. Vogel hat 4 Klopper. Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Also Vogel 4 Klopper. Ah, und einer davon, Dave, das ist natürlich richtig schwer. Ja. Botman, Koulibaly, Solanke, Henderson und ich ziehe eine Phil Foden. Was machen wir mit Foden? Habe ich bis jetzt ganz normal, also den normalen Haufen. Wer hat den Haaland gezogen? Zweite Frage, will er den abgeben? Maximilian und ich befürchte nein und wenn doch, bist du raus. Ja. Steht schon oben auf der Liste. Dave haben wir gezogen, also Vogel liefert Dave, aber Vogel hat glaube ich einen Klopper mehr, das ist also okay. Vogel ist leider. Was hast du schon wieder? 4 Sachen liegen? Gold, ach, Klopper, Gold. Klopper. Aber ey, sagen wir ganz ehrlich, bis jetzt läuft das richtig gut. Das einzige, was uns noch fehlt, ist irgendwas, wobei wir haben eine nummerierte Camo. Das Auto. Einfach das Auto. James Madison Multicolor und ein Unstoppable. Andreas Pell, Moin Rinaldo. Was passiert da? I don't know. Vogel dreht die Karte zum.
Boston Jersey. Tyreek. Aribo. Daniel James. Christian Pulisic. Eric Dyer. Und was macht man mit dem Field-Level Martin Ødegaard? Die Arsenal-Boys, die droppen hier. Ødegaard habe ich, glaube ich, eben erstmal zu uns gepackt. Ah, da fangen wir auch nicht mit an. Ja, okay. Ich habe keinen Bock, dass wir jetzt wieder anfangen, unsere Personal Collection auf 20 Spieler zu erhöhen. Dann haben wir nachher wieder Millionen Karten. Ja, musst du trotzdem haben. Wir wollten ja. Falls da Meistertitel noch drin ist. Also Vogelhund mal lasst hier ran. Ist nur Zebra vertreten oder? Nee, hier nur Zebra. In den verschiedenen Produktvarianten. Was hatten wir? NBA, wie hieß die Serie? Die so schön war. Origins, ne? Da gab's doch Schlange, Snake Skin? Nee, wie hießen die denn? Ich weiß nur, diese Augen gab's. Ja. Tiger und. Aber das war nicht der Look, der kam. Wir machen bei uns erst die Zähne. Coutinho, Isak, Ramsey, Madison. Liverpool droppt in einer Tour. 6 of 10 Luis Diaz. Auch in Ordnung. Auch in Ordnung. Wieder Spieler on point. Ja. Die Teams zu ziehen, Low Number, ist richtig, richtig heftig. Und wir haben in echt viele Arsenal, City, Arsenal, Vardy nimmt auch. Darwin dahin. Oh shit. Ich glaube. Aber ich weiß nicht. Vogel hat oh shit gesagt, hier. Glaube. Ey, der Typ, Alter, der hat aber auch. Zieh runter und sag's mir. Ich hatte jetzt 2 Relics. Hast du es richtig rum? Relic Auto! Ich hab doch, ich seh's. Das ist die geilere Kombo, ja. Wir haben es dann. Oh. Ich habe nur den Kopf gesehen und ich wusste, ich hatte 2 Relics. Da musste auch ein Auto kommen. Aber Vogel, wie der Emotion ausdrückt. Oh shit, und was war das nächste? Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Oh shit und irgendwas. Was soll das bedeuten? Das ist pure Freude. Oh shit, und da kam noch was hinter. Ja. Junge Vogel. Ja, Vogel, Leute. On point. Die ist geil. Oh shit, ich glaube. Ja. Oh shit, ich glaube. Der Typ, ey, geil. Boah, sorry, ey. Wir haben ihn. Mehr wollten wir nicht. Ein Auto. Ja, mehr wollten wir nicht. Das Case ist bisher völlig gestört gut. Autograph Memorabilia Erlinger. Und da sind noch 5 Boxen drin und ich habe noch nach der zu 10 Luis Diaz. Wir müssen nachher auch ein bisschen so Numbers und so sortieren. Ja, ich muss da morgen auch Fotos von unseren ganzen. Hier mache ich direkt Fotos von. Ja. Hier müssen wir dann am Ende mal eben. Ich kann das jetzt mal eben so vorbereiten. Alter, wir haben einfach 2 zu 10er, einmal United, einmal Liverpool. Wir haben 3 zu 10er, James Tarkowski. Das ist ein Auto. Rot. Rot? Ach so, rot ist ja gar nicht. Warum habe ich das denn gemacht? Ja. Wer ist denn das? Ach so. Einfach nur Luis Diaz. Aber
Es ist hier unnumbered. Ja. Zack, zack. Ist das das? Nee. Das, das, das und das. Zitatvogel, oh shit, ich glaube, aber ich weiß nicht, zieh runter und sag's. Das ist geil. Das ist so typisch Vogel. Könnte auch was anderes. Den zeigen wir euch nachher nochmal. Machen wir erstmal weiter. Ich hab keinen Schnaps, glaube ich. Leider, jetzt wäre es wirklich an der Zeit. Lloyd Kelly. Das ist auf jeden Fall so. Jawohl! Da kann ich mithalten, Vogel. Oh. Jäger, der Jäger ist drüben schon im Kühlschrank. Als Geschenk von euch sozusagen, von ja, wer da alles involviert war, weiß nicht, beim Kühlschrankgeschenk. Ob das Produktionsfehler ist, ich glaube ja. Ist irgendwas Pappiges hängt da oben noch. Ja, aber das ist richtig schlecht. Ist nicht ganz ausgeschnitten. Hat sich einer von der Produktion, hat geschissen am Pott, hatte noch Toilettenpapier unterm Nagel und hat danach Conor Gallaghers Jersey bearbeitet. Wenn er jetzt hier aufmachen würdest, würdest du noch den Rest vom Stuhlgang sehen. Ekelhaft. So, ich gucke jetzt gleich wirklich mal kurz in den Kühlschrank, was ich da noch so finde. Hey Leute, versendet ihr nicht nach Österreich? Nein, aktuell noch nicht. Chiller Kill kommt. Mit dem Umzug, Büro und alles. Muchas grande. Noch ein Signature. Andy Cole. Jetzt haben wir eine Dwight York Redemption und eine Andy Cole. Den nehmen wir sehr gerne mit. Legend. Legends of Game, immer da richtig. Und Torschützen. Ja, jetzt nicht mehr. Haaland hat ihn weggehauen. Er war bis dato der Führende. Er und Teddy Sheringham hatten 34, glaube ich. Ja. Nee. Doch 34. Okay. Dann hat Erling Haaland ausgeglichen und letztes Spiel hat Erling Haaland 35 gemacht. Und heute ist doch Andy Cole, oder? Kack Papa als Patch und heute hat Haaland irgendwie keinen Bock gehabt. Ja. Nunes, Robinson. Und okay. Chukwuemeka, ey, ich hatte Ober, du hattest Gallagher und Chukwuemeka. Chelsea wieder zu 49er Jersey. Aber ich hatte auch Haaland. Aber du hattest auch Haaland. Ja. Vogel öffnet Box 7. Leute, ich komme gleich wieder. Ich muss mal eben gucken, was ich im Kühlschrank finde. Du hast Box 7. Dann sind da 8, 9, 10, 11. Nee, dann ja. Öffnest du Box 8. Kein Alkohol im Haus als Alternative. Easy. Erstmal. Ja, den hatten wir aber auch schon, ja, als Mutterkar. Dazu. Also, wir haben noch. Das war jetzt 2/3 Case. Zwei Drittel Case. Heißt auf gut Deutsch, das waren 8. Ja, heute hätte er ein, zwei machen müssen, dann Pech beim Pfosten.
So, Lodi, Neves, Romero, Joachim Andersen und Ruben Neves. Vogel liefert. Normal hätte er jetzt auch den L. Ja, ich glaube, das hat Guardiola auch richtig abgefuckt, dass Gündogan als Captain gesagt hat, ey, ich habe heute zwei, den nehme ich. Und dann widersprichst du ja nicht, weil ist ja Captain. Dann hat er ihn nicht gemacht. Kam, glaube ich, nicht so gut. Darwin, Harry Potter, Bobby Firmino, Van Dijk und Max Kilman. Desperados Mojito. Das ist die Schmecken Stereodox. Heute war ja nicht ein klassischer Chill-Stream geplant mit Kaltgetränk-Einfluss. Von daher bin ich da nicht vorbereitet. Ich habe sonst nie Alkohol zu Hause. St. Maximilian, ich kaufe das immer nur gezielt. Sterling, Anthony Field Level, Matheus Cunha und Jack Grealish Field Level Number City. Da müssen wir mal gucken. Also so einen würde ich jetzt nicht unbedingt alleine auf eBay dann packen, oder? Ich gucke mir immer Comps erst an von allen so. Ja, aber dann musst du halt auch sagen, dann ist der Comp eBay Com nicht gleich dem eBay.de. Ja, aber ich probiere es dann trotzdem. Ist ja auch nichts zu verschenken. Nein, Walker. Diese ganzen Rückholaktionen gehen mir ganz schön auf den Piss. Richarlison, Adarabio, Palinha, Downs und Rico Henry. Dann haben wir Senesi, da ist der nächste Haaland, da ist der nächste Foden, Walker, Peters und Harry Kane. Adan wollte, dass Gündogan schießt. Er hatte die Idee. Hat er das in dem Interview danach gesagt? Wir haben so weit nicht geguckt, haben keine Interviews mehr gesehen. Und Guardiola hat einmal so komisch da rumgeheult. Da wusste ich nicht, was da los ist. So, jetzt muss ich gleich andersrum machen, das so umrichten. Oh, hier kommt ein Tie-Dye irgendwas. Dick Tie-Dye. Dick? Kane numbered. Da wäre Gündogan der erste Hattrick. Das hat der Sprecher gesagt. Ja, egal. Aber du hast schon richtig geschrieben, Jesse. Wäre gewesen. Ihr wisst, dass ihr bei eBay bei den Verkäufen immer noch Steuern draufrechnen müsst. Wenn wir in die Karte weggegangen sind, kommen wir noch Steuern drauf in Amerika. Nur. Ja, das. Wir wissen das, ja. Wenn ich jetzt in Amerika irgendwas kaufe, Nico Williams, für dich gilt das auch? Ah, hier, guck. Da wird eine Stained Glass eng. Weil ja, okay, bis jetzt passt es noch. Wir hatten Visionary, ja. Wir hatten Artistic Impression. Ja. Ach ja, stimmt. Ist noch möglich. Ich darf jetzt nicht nochmal wieder irgendwas von dem anderen kommen. Southampton. Eriksen und Rabiot. Hi, Schwanz. Carry. Ja, genau, die gibt es Starttaxe, je nachdem. Ja, ich zahle Starttax drauf. Ja. Ach so. Holis. Also, das heißt, um einfach zu rechnen, $1000. Du wohnst in LA, California, 10,5%, also 1105 €. Anthony, Lewis Cook und eine 75er Boubacar Kamara. Ja, genau. Richtig, Texas hat 3. Darmstadt, Guimarães, Luis Diaz, Heuminson, Feed Level Silver und mal wieder ein Alex Isak Equalizer. Ich glaube schon der dritte oder vierte Alex, sag ich. André, einer reicht ja, ne? Patrick Mahomes Bruder wurde verhaftet, weiß das einer? Boah, ich glaube, also ich sagte, Wilson, nichts gegen dich, aber das juckt mich nicht die Bohne. Wenn irgendwer von dem Bruder, der Cousin, von irgendeinem. Kann Connor Coventry was.
Rookie 10. Schon wieder zu 10. Kiefer Moore. Und die ist schön. Downs. Ruben Neves und James Ward-Prowse. Real führt im Copa del Rey-Finale. Vinho Junior. Die spielen gegen? Wer ist das heute? Hier. Schön Color Match für die PC. Jo. Garnacho, den packen wir uns ein. Red of Red. Und erst wenn wir nach Deutschland kommen, ja eigentlich nochmal 19% drauf. Genau. Osasuna. Vogel wieder eine zu 10. Ja, Cover. Connor Coventry als Future Select. Da haben wir aber den beschissensten von allen gezogen. Mhm. Ja. Julian. Ah ja, bei mir kommen jetzt die Klopper. Ich habe einen Phil Foden. Vogel. Im anderen Style. Anders Style. Der Seemann. Der Seemann. Zum zweiten Mal. Vogel liefert Reece James. Beste Torwart-Trikot hatte dieser war das ein Mexikaner? Hier hatten wir. In dem Set hatte auch einer so ein geiles Trikot an. Von ich komme nicht nach, hier Vogel. Da keine Lust selber zu toploaden. Ah, das denn? Den haben wir gestern. Campos. Ist das die Tie-Dye? Dann mach ich die nicht zuerst. Die sind beide richtig rum. Eigentlich richtig rum, dann immer Jersey einfach, ne? Ein Rookie Jersey Julian Alvarez. Heben wir uns erstmal auf, ne? Sehr, sehr, sehr nice. Kolumbien. War das Kolumbianer? Den packe ich uns dann da drauf. Und jetzt, Leute, Tie-Dye, glaube ich. Pierre-Emile Heubert. Was muss ich jetzt machen? Die Frage, wie rum ist die Karte? Können. Und dann Standard, ey. Ja. Jumbo Bruno Fernandes. Zu 25. Irgendeiner hat es eben geschrieben. Ich weiß nicht, wer es war, aber du hast völlig recht. In so ein Tie-Dye-Jersey ist natürlich wunderschön. Ist wieder Manchester United. Also die Team- und Spielerauswahl ist mega. Ich glaube auch einer der besseren. Oder? Boah, Alter. Den hatten wir noch gar nicht, oder? Ich weiß es nicht. Bei den ganzen, die es gibt, Vogel hat, Namen auf jeden Fall. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Mhm. Den hatten wir noch gar nicht, meine ich. Kevin Keegan. Hatten wir den schon mal? Weiß das einer? Ich glaube im letzten Stream, da waren alle von Liverpool. Ja, aber von Line Edge Liverpool und nicht von Panini. Noch nicht, okay, nicht. Den hatten wir safe bei Lineage LFC, aber niemals aus dem Set. Läuft, 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 läuft. Ja, okay, da habe ich mich vertan. Drei noch. Ja, mach du. Nee, du noch. Ja, du, genau. Du eine, wir zwei hier und dann ist das rundum gelungen. Und gibt viel Arbeit bei eBay. Line Edge. Drei noch. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Kommt das von ihm? Hast du da noch? Soll ich noch was einpacken?
Schon wieder Number Jersey, heftig, wieder United, auch nicht schlecht. Aber wieder kein Patch. Ja, immer dieses, was auch immer das, wo auch immer das herkommt. Ja. Es macht einfach im Prinzip keinen Sinn, wenn man das Trikot sieht. Tyrell Malacia. So Leute, wir kommen jetzt hier zum Finale hier. Bowen, Madison, Cowell, das ist Andy Robertson und Emmanuel Denis. Ist es nicht das dritte Trikot vom letzten Jahr vom Menü? Ich weiß es nicht. Vorgeliefert weit. Oh, Stained Glass. Sauber. Das heißt, das war das erste Case, wo sauber alle vier drin waren. Wir hatten das Southampton Badge, wir hatten Darwin Nunes Visionary, wir hatten Artistic Impression von Richarlis Sohn, vorgeliefert noch eine Numbered Auto von Drewsbury Hall. Und jetzt Stained Glass. Jetzt, alles andere wäre jetzt Bonus. Daka, Watkins, The Cordova Reed. Oh, guck mal, Vogel. Stark. Beistelltisch Rookie Tie-Dye. Ja, läuft. Schaut mal oben, ob das der Kragen vom United Trikot. Trikot. Aber wie viel? Ah, das ist, sollen die denn verarbeiten? Für all, jeder Spieler hat immer nee, das. Nee, das passt. Das ist schwarz, oder? Mhm. Das sind auch eher so Pfeile, die nicht so. Das kann es eigentlich nicht sein. Wäre auch zu wenig Material für all die Trikotkarten, oder? Nur der Kragen. Gui, Declan Rice, Fabio Carvalho. Boah, die sieht heftig aus in dem Color Match. Blue auf Blue, Christian Pulisic. Und ein Unstoppable Yves Bissouma. Was echt noch fehlt, ist irgendwie grün. Gold hatten wir etliche. Grün oder einfach mal eine schwarze. Einfach one of one. Ich meine, Markus hat es ja eben auch geschafft. Henderson, Tyreek Mitchell, Mboimo, James und Patrick Bamford. Okay, dann Quatsch. Das Blau-Weiße gibt's. Hab das selbst sogar. Echt jetzt? Und das ist dritte Trikot von irgendwann, oder? Das ist es nicht, oder? Doch, das ist es. Ja. Auswärts Trikot 21-22. Ja, das sind die Streifen. Dann passt das. Gib mal hier Teamviewer, wenn ein Patch trifft, vielleicht rot. Aber doch, doch, das passt. Auswärts ja. 21-22. Dyer, Moreno, ein weiterer Field-Level Garnacho. Achso, das haben wir ja. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich kriege hier alle Karten. Das müssen wir uns am Ende irgendwie trennen. Ich habe mal PC, mal nicht. Wobei der ist ja da. Und der natürlich auch da. So, müsste es stimmen. Harry Potter und ein Bäumo Field Level 135. Naja, in dem Sinn ist schon mal halt unsinnig, weil alles so not associated nervt ja schon mal. Aber ist leider so. Ödegaard, Ederson, Bobby Clark, Palinha und ein Unstoppable Dean Henderson. Ich hätte Darmstadt heute gerne aufsteigen sehen, hoffe, die verbocken das nicht, aber St. Pauli viel konsequenter. Ah, ich wollte eine grüne, da ist eine grüne Vogel, dann mach du jetzt aber auch bitte eine One-of-One. Guten Abend, habt ihr noch Select für den Live-Break da? Ja, fürs nächste Mal, Mahoney. Wir sind jetzt in unserem Personal Case, Martinez, Tavernier und Lucardinier. Aber die Patches sind schöner als die Donruss-Dinger. Ja, also ist sowieso. Also gerade das jetzt hier. Die Spielerauswahl, die wir hier treffen, Numbered, auch wenn es da nicht PC ist, ist mächtig.
Ich denke, wir sind auch bei über 30%. Danke, Lack, danke, Maroni. Ja, mit den Karten sollte das drin sein. Ja. Also, wir haben jetzt Ballermann, Stained Glass, Ballermann, 5, Ballermann und hier kommt Ballermann. Jo. Ja. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal mit dem ersten Ballermann an, glaube ich, weil der auch richtig rum ist. Ty Adams, Ramsdale, hinten ist es Jaden Anthony. Und es ist der nächste Julian Alvarez Rookie Patch, diesmal so im Querformat, der zweite. Zweite Personal Collection. Patch Rookie Julian. Aber Mahoney, Montag, Dienstag, wann auch immer wir wieder online sind. Was ist das denn? Das ist die grüne. Dann machen wir den. Amadou, na auch richtig rum. Carvalho Rookie heben wir uns auf. Ballermann Low Number, dann Stained. Machen wir so. Das ist Armando Broja. Hatten wir noch nicht einmal. In den ganzen jetzt dritten, vierten ist das. Vierte Case, ne? Ja. Vierte Case. Ach so, in allen Cases. Ja, ja, gefühlt. Den habe ich noch nicht gesehen. Broja. Dann machen wir direkt das nächste Dicke. Dann haben wir alle Dicken weg. Hier muss es jetzt ja bei mir ein Auto sein. Vogel muss halt gleich noch eine One-of-One im letzten, die eröffnet. Ne, du bist der dann. Mit der Box. Ja, so, ja, ja. Rookie. Ja. Wieder Harry Potter. Garnacho. Broja. Harry Potter. Sehr gut, da sehe ich mich. Habt ihr noch die Real Madrid Podium? Ne, die hatten wir nie, Balkan David. Habe ich nicht gekauft. Ich sag's auf gut Deutsch frei raus, fand ich total kacke. Für den Preis und das, was da drin war, hat mir überhaupt nicht gefallen. Jesus wieder falsch rum. Auch falsch rum? Wie rum willst du die? Stapel war noch Carvalho Silver drin. Den ich gerade rübergelegt habe. Ich sortiere eher am Ende. Ja, okay, Vogel guckt durch. Danke, ich Silvio. Muss ja sortieren. Kastanie. Sollen wir jetzt? Isaac Base. Isaac Base hat er, glaube ich. Ich habe sie bis jetzt nur als Field Level. Okay, wir machen jetzt die grüne. Walker. Wieder ein NC Show. Trippier. Ist Nathan Collins irgendwie 1 of 5, Wolverhampton, keine Ahnung. Da frage ich mich wieder, was macht man mit so einer Karte? 5 Euro Start eBay. Aber wer bietet denn auf so eine Karte? Aber ist eine 5. Ja, ist eine 5, ja, ja, aber. Bietet dann einer, ja. Schade. Nicht, dass das Case schlecht war, ja. Ist ein stabiler IV, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Da jetzt Beistelltisch hätte ich gerne gesehen. Und dann kommt die Stained. Soll ich nochmal einen Mac versuchen oder geben wir es mit Macs auf? Ja, mach sowieso, dann kann man die aussortieren. Ich nehme mal den untersten. Low Lambert, BPL geht alles, also international. Minzi. Verstehen wir doch nicht. Minzi, hör dir doch selber mal zu. Paketta. Dean Henderson Blue. Equalizer. Kulusevski. Kein schlechter Spieler. Ich hätte gern natürlich, ihr wisst, Erling wäre Traum gewesen. Ich glaube, der passt. Dejan Kulusevski, Tottenham. Ich finde den ziemlich, ziemlich gut. Ist schon ein mega starker Spieler, aber so wirklich. Ich
Weiß nicht. Sitzt der oder sitzt der nicht? Ich glaube nicht. Ich nehme ihn lieber raus. Keine Ahnung, was mit dem Max los ist. Es ist eine Stained Glass von Dejan Kulusevski. Komm mit hier oben hin. Er will irgendwie nicht. Ja, alle. Ja, er war aber nah dran. So, Vogel macht hier wieder Mikolenko und Damari Gray. Ja, Tottenham ist nicht so prall. Aber wir haben einmal alle Case-Hit-Dinger getroffen. Und ich nehme ehrlich gesagt lieber ein Stained Glass Kulusevski als was hatten wir gestern. Zweimal Ramsdale Wappen. Und den braucht man auch nicht. Genau, oder zweimal Wappen, ja, richtig. Als Case-Hit. Erik Dyer. Scheinbar sehr Tottenham-lastig die Geschichte. Und dann haben wir noch einen. Vogel hat noch irgendwas in der Hand. Artistry Alisson. Welcher Stained Glass wäre außer Kulu nicht schlecht, aber auch nicht gut. Aber ihr hattet Haaland Auto. Ja, Helmut, keine Frage. Alles bestens. Alles bestens. Gefühlt auch noch nicht. Hat ihm hier ein Trikot gehabt, oder? Ne, auch neu. Calvert-Lewin. Was kommt jetzt? Auto oder Jersey? Hatte beide schon. Ach so. Ja, meinst du, das wäre zu heftig? Gündogan, ja, Armstrong, Richarlison. Ich habe hier Thiago Silva, Camu. Das ist die letzte Box, Leute. Vogel liefert von der Seite. Er war kurz davor, wieder zu sagen, ich weiß nicht, aber zieh runter. Ilkay Gündogan, weil die Farbe passte wirklich. Nochmal Gold, wie viele goldene wir hatten. Wir hatten in dem Case, glaube ich, 5, 6 Zehner. Ebene grüne, wenn auch Nathan Collins. Das einzige, was jetzt echt abrunden würde, aber nach einer goldenen kommt nie im Leben noch eine Black, wäre Jack Grealish. Ach, da ist er. Ne, wäre echt jetzt noch eine One of One. Aber ich befürchte, nach so viel goldenen wird das nicht passieren. Was ist das? Wir haben doch locker 6 Zehner gezogen. Eine 5er. Tie-Dyes. Die Spielerauswahl war nahezu immer on point. Ederson, Sanchez, Alain Saint-Maximin, Jesse Lingard und Luca Paqueta. Dann haben wir Lingard, Onana, Wilfried Ndidi, David Raya und Wissa. Ich meine, wir haben ja die One-of-One von Modric da liegen, ne? So ist nicht. So ist es nicht. Wir wurden ja schon One-of-One beseelt. Skamaka, Hicke, Ebiowai, Sterling und wieder Hicke. One of One Beckham Autograph wäre doch ein geiler Abschluss. Ein One of One Autograph könnte sein. Genau, warum nicht Black Autograph? Was rede ich denn hier von nur Standard Parallel Numbered? Das kann auch ganz anders laufen. So, jetzt noch ein Alisson One of One, dann ist eine unglaubliche Box. Wieso denn Alisson? Moin FIFA Nikolas. Nikolas. Ein 2-Ballermänner und eine 10. So, ich zeige euch am Ende noch einmal alle nummeriert. Ich probiere die einmal grob zu sortieren. Gimarisch, Zaha, eine Red Enciso, sehr geil. Und eine, nehmen wir auch nochmal, ey, Wahnsinn. Camu, Rookie, Julian.
Das lief richtig heftig. Das ist noch ein Klopper. Drei Klopper und die zu 10. Dann Kulu, Christensen, Raya, eine Neil Maupai und Matty Cash. Und dann bringen wir es durch mit Sinisterra, Moore, Morgan Gibbs White, Harrison Reed und Flynn Downs. Dunes. Okay, machen wir die 10. Caicedo, Nico Williams, Kevin De Bruyne, eine Blue Gabriel Martinelli Field Level. Ich glaube, so rum stimmt. Oh. Vogel. Gold. Ja. 2 of 10, Phil Foden. Das ist ja schon fast heftig, was hier passiert. Behalten wir die? Das ist eine gute Frage. So ein Kaliber könnte man halten. Das ist echt ein guter Kicker. Ich weiß es noch nicht. Ich packe ihn erstmal da hoch. Vor allen Dingen, weil Martinelli auch PC ist. Wilson, Eze, Garner. Okay, wir brauchen schwarz. Wir wollen doch noch eine 101 ziehen. Ist Kalidou Koulibaly. Chelsea-Trikots sind hier drin. Also, die haben so viel blaues Zeug verarbeitet, das gibt's überhaupt nicht. Koulibalski. Dann Michael Ulis, Trent Alexander-Arnold, Matheus Nunes. Wieder nicht schwarz. Ja, da ist er, wir wollten ihn. Keller! Wir haben ihn! Ich hab's da. Ja? In diese seltenen Legends-Gefühle. Da, war alles bei. Wahrscheinlich der härteste Verteidiger, den die Welt je gesehen hat. Nach Christian Romero von Tottenham. Und wir beenden es. Dann gibt es noch ein kleines Recap. Klein vor allem. Doucouré, Loris, hinten ein Fabinho. Das ist kein Black. Boah. Den habe ich hier liegen aus unserer ersten Box, habe ich gesehen. Ja. Den haben wir zweimal. Zweimal Douglas und Kevin Keegan. Den können wir dann natürlich einmal raushauen. Aber das ist ein gutes Autobahn. Wahnsinn. Das war. Ah, Jan, da ist er. Jan, den haben wir zweimal. Boah. Also, ich würde sagen, erstmal zeigen wir so grob. Und dann machen wir das mal eben mit euch zusammen. Was ist das denn? 75. Das ist neu. Orange. Gibt es in verschiedenen Varianten. 75, 99. Und dann auf einmal 75. Camo. Ja, in verschiedensten Arten. Ja. Okay, das kann man relativ schwer erkennen. Wir packen die mal zusammen. Ich pack die Camo auch einfach alle dahin. Also, zu 5 Nathan Collins, zu 10 Coventry, Tarkowski,
Luis Diaz, Elanga. Vier Golden. Ja, ja, also es sei denn, da ist noch was. Tie-Dye Nunes, Tie-Dye Vardy, Tie-Dye Walker. Zebra, Alisson Becker und Reece James, immer Top-Teams. Dann hier Onana, Jesus, Paqueta, Bruno, Nunes, Purple, alles mögliche, Grealish, Kane, James, Mboimo, Digne, Ramsdale, Mikolenko, Hickey, Rashford, Walker Peters, Anthony, Foden, Gray, Sarmiento, Spence. Die lese ich nicht alle vor. Bamford, Thiago Silva, Son, das geht auf jeden Fall. Diaz, Joey Linton. Und das sind die 75-99er. Maupay, Kane, Kamara, Harry Potter, Christensen, Paqueta, Ødegaard, Justin, Havertz, Grealish. Schon mal mehr. Die grüne Lichter. Dann haben wir hier hinten die Case Hits. Kulusevski, Stained Glass, Southampton, Club Badge, Richarlison, Artistic Impression, Visionary, Darwin Nunes. Koulibaly, Calvert-Lewin, Broja, Malasia Numbered, Tie-Dye Bruno, Numbered Chukwuemeka, Conor Gallagher, Tyrell Malasia, Dual Swatch von Anthony Bruno, Bukayo, diese ganzen Chelsea-Typen, heftig, Raheem Sterling, nochmal Numbered Eriksen, Bruno, Kevin De Bruyne. Dann Autogramme von Dorglish, Yap Star, Gündogan, Dyer, Harry Potter, Dewsbury Hall, Kevin Keegan, David Seaman, Andy Cole, Pierre-Emerick, Crescencio Somerville, Azpilicueta, Harry Kewell, Conor Gallagher, nochmal Seaman, anderer Look, Darren Bent, Robbie Fowler, Phil Thompson, Claude Makélélé und Dwight York. Rest machen wir morgen. Warte. Ha, vorgelegt die dazu. Und Personal Collection. Und somit am allerwichtigsten. Guckt euch das mal an, ey. Martinelli Blue. Foden, weil, wissen wir noch nicht, ja, zu doch, 10. Die 10 kann man halten, ja. Red Inciso, Alvarez Numbered. Ein paar Base, ein paar Insert, ein paar Silver. Julian Alvarez so. Julian Alvarez so. Garnacho, Alvarez, Haaland, Enciso, Beistelltisch, Haaland, Alvarez, Beistelltisch, Enciso, Garnacho. Da reicht wahrscheinlich einer. Ja. Unstoppable Haaland, Garnacho, Unstoppable Haaland, Garnacho, Martinelli Red, Beistelltisch Silver, Enciso Multicolor, Mitoma, Alvarez, Evan Ferguson, eine White zu 20 Bukayo. Eine 4 Level 99 Garnacho, eine 99 Rookie Alvarez, eine Tie-Dye Rookie 4 Level Alvarez 49, Erling Haaland 4 Level 199, Garnacho 4 Level Red, Beistelltisch 49 und ihn. Heavy Shit. Das war's, Leute. Puh, da geht einem echt der Kackstift. Ich habe lange überlegt über den Tag, wir haben auch nicht groß drüber gesprochen und dann entweder du gehst mit
mit dem Gott der Empfehlung und ziehst es durch oder du lässt es. Wichtig ist es, am Ende nicht zu bereuen. Jetzt natürlich gibt es nichts zu bereuen, muss man auch mal ganz klar sagen. So, jetzt keine Kopfschmerzen, nicht abends hinlegen und nicht drüber nachdenken, hätte ich das heute doch lieber gelassen, hätte ich es mal nicht gemacht. Heute ist einfach nur, boah, Wahnsinn, wie es für die PC lief. Und dass man sich wahrscheinlich sogar große Teile des Geldes fürs Case zurückholt, weil die Ausbeute daneben einfach extrem heftig ist. Denkt aber immer dran, so läuft das nicht immer, ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich danke euch fürs Dabeisein. Vor allen Dingen danke ich aber allen, die ganz spontan einfach mal, wo ich 3, 5 Boxen eingestellt habe, 8 gekauft haben und noch den Stream als Teilnehmer mitgemacht haben. Vor allen Dingen Maximilian, der sich nochmal 2 getraut hat, wo es auch hart gescheppert hat. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Macht euch ein schönes Wochenende. Wir sind nächste Woche wieder online. Nächste Woche, Wochenende ist ja dann auch schon Messe und wer weiß, was in der Woche noch ankommt bei uns. Im nächsten Stream dann auf jeden Fall wieder Select, Barcelona Teamsets, Lineage Liverpool, Knockout Champions League, UCL Gold, der ganze wilde Kram, ja, würde ich mal sagen. Also, vielen, vielen, vielen Dank für alles, liebe Leute. Macht es gut, haut da rein. Outro, goodbye.